herzlich willkommen zur heutigen Sitzung. Wir werden uns heute ein bisschen mit Morphologie, also der Lehre vom Aufbau der Wörter, beschäftigen, als Basis für die computerlinguistische Behandlung der Morphologie, mit der wir uns nächste Woche vor allem auseinandersetzen werden. Wie schon gesagt, die sprachwissenschaftliche Forschungsgebiet der Morphologie beschäftigt sich mit der Struktur von Wörtern und der sogenannten produktiven Wortbildung, also unserer Fähigkeit, nach Bedarf neue Wörter zu bilden. Produktiv bedeutet hier, dass wir in entsprechenden Situationen spontan neue Wörter bilden können. Also damit ist nicht gemeint, dass sich Neologismen etabliert werden, also völlig neue Wörter in den Wortschatz der Sprache aufgenommen werden, sondern dass jeder Sprecher in entsprechenden Situationen spontan die notwendigen Wörter bilden kann. Je nachdem, aus durch welchen Aspekt man sich mit Morphologie beschäftigt, gibt es verschiedene Schwerpunkte. In der Sprachwissenschaft interessieren wir uns natürlich für die Regelmäßigkeiten, die der Wortbildung zugrunde liegen, also welche sogenannten Paradigmen gibt es, welche Endungen können an bestimmte Wörter angehängt werden, nach welchen Regeln werden produktiv neue Wörter gebildet und so weiter. In der Korpuslinguistik interessiert man sich für quantitative Aspekte der Produktivität. Das ist gerade bei solchen produktiven Wortbildungsmustern, die uns erlauben, spontan neue Wörter zu bilden, ist es so, dass manche dieser Muster sehr leicht neue Wörter bilden und andere wesentlich weniger neue Wörter produzieren. Und genau das untersucht die Korpuslinguistik mit dem Produktivitätsbegriff. Und schließlich in den sprachtechnologischen Anwendungen ist natürlich das Hauptziel, komplexe Wörter analysieren zu können oder für die Sprachausgabe generieren zu können, die richtige Form des Wortes bilden zu können. Wenn Sie jetzt mal an die Generierung denken, ein Sprachausgabesystem, das muss natürlich auch in der Lage sein, bestimmte Sachverhalte auszudrücken, und da, wo Menschen dann spontan ein neues Wort bilden würden, sollte idealerweise auch dieses System das Wort bilden können. Übrigens, am 19.12., kurz vor Weihnachten, gibt es noch einen Vortrag zur quantitativen Produktivität. Also wenn Sie da ein bisschen mehr drüber wissen wollen, kommen Sie doch zu dem Vortrag. Gut. Wenn wir jetzt mal an die Sprachtechnologie denken, können Sie sich vorstellen, haben Sie ein paar Ideen, wo wir da morphologische Analysen brauchen. Also wo könnte es notwendig sein, Wörter, die Struktur von Wörtern aufschlüsseln zu können, spontane Wortbildung analysieren zu können. Gehen wir es ein. Als Denkanstoß ganz banal natürlich die Rechtschreibkorrekturprogramme. Da ist es nicht aus Basis für ein Rechtschreibkorrekturprogramm, wäre ja ein Wörterbuch, und man gleicht eben jedes Wort, das jemand eintippt, mit dem Wörterbuch ab. Wenn es nicht im Wörterbuch vorkommt, wird es mal als falsch geschriebenes Wort markiert. Das funktioniert aber nicht, wenn wir spontan Wörter bilden können, denn viele dieser Wörter werden nicht im Wörterbuch drin vorkommen und entsprechend würden die alle als Fehler markiert. Deswegen ist notwendig, auch solche spontan produktiv gebildeten Wörter erkennen zu können, um nur die, die nicht in das Wortbildungsmuster passen, als Fehler zu markieren. Fallen Ihnen andere Anwendungsmöglichkeiten ein? Ja. Korpusanalyse, um zum Beispiel auch Partikelverben oder sowas zu erkennen. Genau, oder zum Beispiel um eine gezielte Korpussuche durchführen zu können. Also wenn Sie jetzt sich sprachwissenschaftlich für eine Korpusanalyse interessieren, wollen Sie vielleicht Präpositionen schauen, welche Präpositionen mit Genitiv, welche mit Dativ verwendet werden. Und dazu muss man natürlich in den Wörtern erkennen, ob die jetzt mit Genitiv oder Dativ gebildet sind. Oder wie Sie zum Beispiel haben, Partikelverben. Oder einfacher schon, wenn Sie eine syntaktische Analyse durchführen wollen. Damit werden wir uns ja jetzt erst so um die Weihnachtszeit, vor und nach Weihnachten, ausführlicher beschäftigen. Aber die Grundlage ist natürlich, dass Sie wissen, um was für Wörter es sich handelt, ob das Substantive, Adjektive sind, das bestimmt ja Ihre Kombinatorik. Und Basis für eine, wie Sie sehen werden, die Basis für eine syntaktische Analyse ist eigentlich immer ein Lexikon, das eben die Wortform sieht und dann entscheidet, was für eine Wortart es sich handelt, was für weitere Eigenschaften das Wort hat, die seine Kombinatorik bestimmen. Das funktioniert wieder nur da, wo Wörter im Lexikon verzeichnet sind. Die produktiv gebildeten Wörter stehen nicht drin, also ist hier auch eine morphologische Analyse notwendig,
Darüber hinaus werden klassische Wörterbücher auch nicht immer alle diese Merkmale aufschlüsseln. Da steht ja eigentlich auch nur ein Worteintrag drin. Da steht Haus zum Beispiel drin, aber nicht unbedingt die Form Hauses oder Häuser und welche morphosyntaktischen Merkmale die hat, also für die Syntax wichtigen. Sonst noch irgendeine Idee? Ein bisschen weiter. Jetzt ganz praktisch, wenn Sie suchen, im Information Retrieval eine Suche durchführen wollen, dann wird oft was gemacht, was Query Expansion genannt wird. Wenn Sie zum Beispiel nach Schulung zu einem bestimmten Thema suchen, sagen wir mal Schulung in der Python-Programmierung und das eingeben bei Google, dann kann es sein, dass die Webseite, die Sie eigentlich suchen, nicht von der Schulung schreibt, sondern einfach, dass da steht, hier werden Sie in Python-Programmierung geschult. Das sagt natürlich genau das Gleiche aus, aber es wird eine andere Form des Wortes verwendet. Einmal Substantiv Schulung, einmal das Verb Schulen. Und genau das macht die Query Expansion, die soll eben auch andere Formulierungen finden können. Eine Möglichkeit ist, dass man Wörter wie Schulung zurückführt auf den Stamm. Schul oder Schulen, das ist ja das, was als Wurzel sozusagen drinsteckt. Und das Wort Schulung ist irgendwie aus dieser Wurzel Schulen abgeleitet worden. Und indem man jetzt die Anfrage und auch die ganzen Texte auf den Stamm zurückführt, kann ich mit Schulen auch Schulung finden. Und umgekehrt, wenn ich Schulung eingebe, kann ich auch Belege finden, wo nur Schulen steht oder, also dass man geschult wird, steht, wo das Verb verwendet wird. So eine Rückführung auf Stämme bezeichnet man auch als Stemming, im Unterschied zur linguistischen Lemmatisierung. Stemming bezeichnet meistens einen sehr einfachen Algorithmus, der versucht, möglichst viel von einem Wort abzuschneiden, damit nur sozusagen der wichtige Anfang des Wortes übrig bleibt. Das haben wir vorhin schon genannt, die linguistische Korpussuche. Jetzt sieht es ja auch, warum ich Genitiv und Dativ erwähnt habe. Da weiß ich mir gerade, wenn ein Phonemgedächtnis ist. Auch für quantitative Auswertungen in Korpuslinguistik kann es vorteilhaft sein, so eine Rückführung auf eine Grundform zu machen. Da möchte ich nicht unbedingt Schulung auf das Verb Schulen zurückführen, denn vielleicht interessiere ich mich ja gerade für das Substantiv oder für Substantive, die mit diesem Ung-Suffix gebildet werden. Aber was ich in meisten Fällen möchte, wenn ich eine Häufigkeitszählung mache, ist nicht zwischen zum Beispiel Plural- und Singularform. Also ob da jetzt Schulungen steht oder von einer Schulung die Rede ist, es handelt sich doch eigentlich immer um das gleiche Wort Schulung. Und das heißt, wenn ich eine Häufigkeitszählung mache, möchte ich die eigentlich gleich behandeln. So eine Rückführung auf die Zitierform eines Wortes, ohne jetzt einfach alles Mögliche abzuschneiden, sondern sozusagen nur diese Deklination oder Konjugation rückgängig zu machen, das bezeichnen wir als Lemmatisierung in der Computerlinguistik. So. Wenn wir an Sprachausgabe denken, ein TTS, Text-to-Speech-System, das ein, also im Prinzip ein System, das einen Text vorlesen kann, das muss natürlich auch unbekannte Wörter erkennen. Ein hübsches Beispiel ist, wo sind die ganzen Stifte? Wenn Sie zum Beispiel einen Text dem geben, in dem dieses Wort steht, dann muss das System wissen, muss es eigentlich die Struktur dieses Wortes entschlüsseln können, um zu wissen, dass es das Ganze nicht als Transportraupe aussprechen soll, sondern als Transportraupe. Und schließlich, ein wichtiger Anwendungsbereich ist die maschinelle Übersetzung. Gerade wenn Sie von Deutsch nach Englisch oder Französisch übersetzen, hat man das Problem, dass wir im Deutschen ja viele zusammengesetzte Wörter, insbesondere sogenannte Nominalkomposita, haben, sowas wie Zimmertemperatur. Und weil das ein völlig produktiver Prozess ist, weil wir also sehr viele verschiedene solche Komposita bilden können, sind die meisten von denen nicht in Wörterbüchern und Übersetzungswörterbüchern verzeichnet. Also Zimmertemperatur könnte noch drin sein, braucht aber eigentlich nicht drin sein, weil es für die meisten Sprecher völlig transparent ist, was gemeint ist, wenn sie die Wörter Temperatur und Zimmer können. Und tatsächlich kann man es auch so übersetzen. Also wenn das System eine korrekte morphologische Zerlegung von Zimmertemperatur in die beiden Bestandteile Zimmer und Temperatur machen kann, dann kann es die Bestandteile einzeln übersetzen in Room Temperature und hat damit auch die korrekte Übersetzung im Englischen. Also das ist auch ein wichtiges Anwendungsbeispiel.
So, jetzt wollen wir uns dem Ganzen aber annähern, der Morphologie. Da muss man aber erst nochmal die Frage stellen, was meinen wir denn eigentlich mit einem Wort? Also Morphologie, habe ich ja gesagt, ist die Lehre von der Struktur von Wörtern. Um überhaupt das untersuchen zu können, müssen wir natürlich wissen, was sind denn Wörter. Hier habe ich ein paar Beispiele rausgezogen, bei denen es ein paar Abgrenzungsschwierigkeiten gibt. Grundsätzlich haben wir es ja sehr einfach in den europäischen Sprachen, weil in unserer üblichen Orthographie Wörter durch Leerzeichen abgetrennt werden. Da hängen dann noch ein paar Satzendepunkte und also solche Funktionszeichen dran, die man auch noch wegmachen muss. Aber abgesehen davon ist ja schon durch die Orthographie weitgehend festgelegt, was Wörter sind. Wenn Sie jetzt mal kurz drauf schauen, sehen Sie sicher auch einige Probleme, so ein paar Abgrenzungsprobleme, wo es nicht mehr ganz klar ist, was wir als ein Wort behandeln wollen und was nicht. Mag vielleicht mal jemand ein oder zwei solcher Problemfälle nennen und sagen, was das Problem eigentlich ist oder was Sie da als ein Wort sehen würden? Ja? Im zweiten Beispiel, dort sollen müssen alle Passagiere ein- und auschecken. Und ich denke, mein Problem, wenn man es danach geht, dass ein Wort einfach nur ein Zeichenkette zwischen zwei Leerzeichen ist, dass dann wahrscheinlich ein und Bindestrich als ein Wort erkannt wird, obwohl das. Ein ist Wort, aber nicht wirklich ein Wort, richtig? Ja, obwohl das komplette Wort eigentlich einchecken heißt. Ja, ist eigentlich eine Kurzform, eine Abkürzung für das Wort, für das Verb einchecken. Also eigentlich wäre hier das Verb einchecken und auschecken, aber da steht ein- und auschecken. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht sollte das Ganze dann als Einheit ein- und auschecken als ein Wort betrachtet werden. Ich werde Ihnen hier überhaupt keine Antworten liefern können. Ich werde auch gar nicht versuchen, den Begriff Wort zu definieren, weil es sehr, sehr schwierig ist und ich glaube, es gibt auch keine allgemeingültige Definition. Das heißt, momentan kann ich eigentlich nur mal, können wir nur das Bewusstsein für solche Abgrenzungsprobleme schärfen. Und eben immer im Hinterkopf behalten, es ist nicht völlig offensichtlich, was ein Wort ist und damit auch nicht völlig offensichtlich, was die Morphologie genau analysieren soll. Hier haben wir auch übrigens das Problem sollen/müssen. Sind das jetzt zwei Wörter oder ist es praktisch ein zusammengesetztes Wort, so ein Blend, eine Kombination aus sollen und müssen? Hat jemand ein Argument für? Wir können auch gerne was anderes. Ja, bei dem letzten eben das 43 years old, also das ist eine Abbreviation und dass man die halt aus zwei Wörtern sieht und nicht das eins. Genau. Da ist auch die Frage, ist das jetzt ein Wort? Man kann ja auch sagen, year old könnte auch als ein Wort wieder betrachtet. Das ist, im Englischen wird es teilweise dann auch wieder als ein Wort geschrieben. 43 year old woman oder sowas. Das ist auch wieder so ein Abgrenzungsproblem. Also hier könnte noch ein Argument sein, dass man ja das auch paraphrasieren könnte, dort sollen oder müssen alle Passagiere ein- und auschecken und dann ist es eine kleine syntaktische Koordination, also das würde dafür sprechen, das wirklich als zwei getrennte Wörter zu behandeln. So, ich habe hier mal die ganzen Problemfälle, die ich selbst da sehe, markiert. Teilweise sind so praktische Sachen. Hier eben die Kontraktion im Englischen, die Sie aus den letzten Wochen schon können, sich aus der Übung mit der Tokenisierung kennen, dass man eben ahnt, eine Kontraktion aus Verb und Negationspartikel ist, wir eine Kontraktion aus dem Pronomen und einem Verb, die dann eigentlich in zwei Wörter aufgespalten werden sollen, weil sich hier wirklich eine Zusammenschreibung von zwei Wörtern handelt. Hier oben, ich mag dieses Beispiel White Space. Das White Space, also White Space steht ja für Leerraum, weil man daran sieht, dass es tatsächlich verschiedene Schreibungen gibt. Und wenn man jetzt diese Regel sagt, Wörter werden durch Leerzeichen abgetrennt, dann hätte ich hier eine Zwei-Wort-Kombination. Andererseits gibt es auch die Schreibung mit Bindestrich und es gibt auch eine Schreibung ganz ohne Bindestrich. Bei Bindestrich-Wörtern kann man ja noch dann so geteilte Meinung sein, ob jetzt der Bindestrich als Satzzeichen oder als Wortbestandteil gewertet wird. Aber hier bei dieser Schreibung handelt es sich sehr eindeutig um ein einzelnes Wort. Und da es jedes Mal die gleiche Bedeutung von Whitespace ist, macht es ja auch keinen Sinn zu sagen, das sind jetzt verschiedene, das ist ein Wort und das sind zwei Wörter. Also eigentlich müsste man sich dann für eine konsistente Lesart entscheiden. Genau, dann haben wir noch dieses Ein- und Auschecken, solche Abkürzungen oder
solche abgeschnittenen Wortteile. Man kann die also auch als eine Art Ellipse sehen, dass einfach ein Teil des Wortes weggelassen wurde, um eine Wiederholung zu vermeiden. Die können auch noch viel komplexer auftreten, wie man hier bei Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft sieht. Da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Argumente, was denn hier eigentlich die Wörter sind. Also Bodenverwertungs ist kein wirkliches Wort und Bindestrich-Verwaltungsgesellschaft ist auch kein richtiges Wort. Also es geht ja hier um eine Bodenverwertungsgesellschaft und Bodenverwaltungsgesellschaft. Das wären eigentlich die zwei Wörter. Aber andererseits ist es tatsächlich eine Gesellschaft, die eben diesen komplexen Namen hat, was wieder dafür sprechen würde, dass man Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft eigentlich als ein einziges Wort behandeln sollte. Dann gibt es noch Sachen wie Telefonnummern, die ja sowas wie ein Eigenname darstellen, einen Anschluss kennzeichnen und letztlich, egal, unabhängig davon, wie viele Leerzeichen da verwendet werden, doch als eine Einheit, als ein Wort betrachtet werden können. Hier gibt es noch viele andere Beispiele für Probleme, um aber nochmal bei diesem Problem der abgekürzten Wörter zu bleiben. Hier wird das Ganze nochmal ein bisschen verkompliziert. Hier haben wir nämlich Meet and Budget Priced. Hier ist es also im Gegensatz zu den anderen Fällen nicht so, dass einfach da ein Präfix oder Suffix ausgetauscht wird von dem Wort. Hier haben wir einerseits eine Zwei-Wort-Kombination Budget Priced, also eigentlich eine Art Adjektiv-Substantiv-Kombination. Andererseits hier in der Abkürzung Meet Priced, was tatsächlich ein Präfix zu dem Price ist. Also Mid-Priced ist definitiv ein Wort und anhand der Koordination wird es wieder nahelegen, dass man Budget-Priced eigentlich dann auch wieder als ein Wort betrachten. Und schließlich gibt es noch Fälle wie sang- und klanglos. Das sieht genau aus wie ein- und auschecken, aber ist definitiv nicht eine Kurzform des Wortes sanglos, denn das Wort sanglos habe ich noch nie gehört, das existiert im Deutschen nicht. Also hier scheint sich ganz klar um ein ziemlich ungewöhnliches Wort sang- und klanglos zu handeln. Also Sie sehen, das sind so diese Abgrenzungsprobleme. Wir werden uns im Wesentlichen in der Morphologie jetzt aber mit den einfachen Fällen, Wörtern, die durch Leerzeichen abgetrennt sind, beschäftigen. Weil wir gerade bei diesen Abgrenzungsproblemen sind, die Frage, was ist eigentlich ein Wort, ist in der Computerlinguistik eigentlich gar nicht so schlimm, weil in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass die durch Leerzeichen und Satzzeichen abgetrennten Einheiten als Wörter behandelt werden am besten. Und das gilt dann auch für solche abgekürzten Wörter. Also da die Auflösung von ein zu einchecken, wie man in diesen Beispielen sieht, eben nicht immer ganz klar ist. Also es ist oft nicht klar, welcher Teil des anderen Wortes dann ersetzt werden muss, um das Wort zu rekonstruieren. Behandelt versucht man das auch gar nicht als einen Vorverarbeitungsschritt zu machen, also versucht es nicht in eine Langform zu übersetzen, sondern behandelt tatsächlich diese Abkürzung als ein Worttoken an dieser Stelle, als eine Worteinheit. Ein Problem, das aber oft viel schwieriger wird in der Computerlinguistik, ist die Bestimmung von Satzgrenzen. Das ist ja, wenn wir später zu syntaktischen Analysen kommen, so wie das Wort die Einheit der Morphologie ist, ist der Satz die Einheit der Syntax, also syntaktische Strukturen entstehen innerhalb von Sätzen. Deswegen ist dann eigentlich ein Vorverarbeitungsschritt für eine syntaktische Analyse immer überhaupt mal erstmal Sätze zu identifizieren. Hier habe ich noch ein paar Problemfelder zusammengestellt. Die meisten sind eher harmlose Probleme, die sozusagen für die automatische Identifikation schwierig sind. Also zum Beispiel hier zu erkennen, dass der Punkt hier tatsächlich den ersten Satz beendet, obwohl es innerhalb des Zitates steht. Also hier wird ja eigentlich eine Inschrift zitiert. Dieser Satzendepunkt ist innerhalb der Anführungszeichen beendet, aber den ersten Satz. Allerdings, und das ist so ein praktisches Problem, wenn man eine saubere Satztrennung haben möchte, naiver Algorithmus würde ja einfach sagen, wenn ich einen Punkt ausrufe zu einer Fragezeichen sehe, ist der Satz zu Ende, würde dann aber dieses Anführungszeichen dem nächsten Satz zuschlagen. Das ist natürlich unsinnig, das Anführungszeichen gehört eindeutig noch zu dem ersten Satz. Also da sieht man, an solchen Feinheiten tauchen ziemlich viele Probleme auf. Auch die Frage, ob Gedankenstriche jetzt als Satzgrenzen behandelt werden sollen oder nicht,
Gedankenstriche trennen nämlich oft syntaktisch vollständige Sätze voneinander ab, die aber so einen inneren Zusammenhang haben, dass man sie nicht durch einen Punkt trennen möchte. Oder ähnlich dann auch mit Doppelpunkten, die oft ja dann zum vollständigen neuen Satz führen. Also da ist dann die Frage, ob man hier Satzgrenzen einführen will. Hier bei diesem Zitat aus einem Roman sehen wir ein typisches Problem, das wir bei literarischen Texten haben, nämlich direkte Rede. Also hier, and what is the use of a book, thought Alice, without picture or conversation? Das ist eigentlich syntaktisch recht normal, wenn Sie es ein bisschen umstellen würden. Alice thought, und dann kommt ein eingebetteter Satz, what is the use of a book without pictures or conversation? Aber ganz typisch für direkte Rede ist eben, dass das Redeverb so eingeschoben wird mitten in die Satzstruktur. Und die Struktur an what is the use of a book without pictures or conversation an irgendeiner Stelle relativ unnatürlich unterbricht. Also ohne die Anführungszeichen, wenn es nicht direkte Rede wäre, dann würde das Ganze syntaktisch nicht mehr funktionieren, dann würde es keinen Sinn machen. Deswegen könnte man hier argumentieren, eigentlich ist es, and what is the use of a book without pictures of conversation, ist ein Satz, der Fragesatz, der ist direkte Rede. Und hier ist nur ein Einschub gemacht, der diesen Satz unterbricht. Das heißt, auch diese lineare Unterteilung in Sätze, wo man sagt, es geht um Satzgrenzen zu erkennen und wo der eine Satz aufhört, fängt der nächste an, die scheint auch nicht immer ganz zuzutreffen. Ich habe hier die Gelegenheit genutzt, um auf ein anderes Problem hinzuweisen, das wirklich lästig ist, wenn Sie solche Zitate oder direkte Rede erkennen wollen. In schönen, modernen E-Books haben Sie oft sauber gesetzte öffnende und schließende Anführungszeichen. Damit ist es ziemlich einfach, Zitate in direkte Rede zu erkennen. In vielen älteren Texten werden aber gerade Anführungszeichen verwendet, die für Anfang und Ende gleich aussehen und manchmal sogar solche einfachen Anführungszeichen, die sich nicht von Apostrophen unterscheiden. Das heißt, hier zu erkennen, dass sich da um Anfang und Ende einer direkten Rede jeweils handelt. Andererseits hier aber nicht das Ende einer direkten Rede, sondern um ein Apostrophzeichen. Das ist wirklich ein ziemlich großes Problem und führt auch zu sehr vielen Fehlern. Und hier sehen wir nochmal ein strukturelles Problem in der Definition von Sätzen. Eigentlich handelt es sich hier um einen Satz. Bereits im Eingangssatz versucht die Redakteurin, die Leistungsspanne bei Olympischen Spielen zu schmälern. In den Satz ist aber in Klammern als Parenthese ein kompletter zweiter Satz eingeschoben. Und Sie sehen, eigentlich kann man hier nur eine hierarchische Struktur machen. Wenn ich sage, das Ganze ist entweder hier eine Satzgrenze mache oder das Ganze ist ein Satz behandle, ist das syntaktisch, macht das alles gar keinen Sinn mehr, weil ich hier an einer ziemlich beliebigen Stelle einen kompletten, unabhängigen Satz einschieben kann. Also eigentlich brauchen wir entweder auch eine hierarchische Struktur, die sagt, ich habe den übergeordneten Satz und dann diesen Einschub, wo ein kompletter Satz an einer bestimmten Stelle nochmal drin verankert worden ist, der aber eigentlich syntaktisch gar nicht in den Hauptsatz, in den übergeordneten Satz eingebettet ist. Also wir haben eigentlich hier eine ähnliche Problematik, wie wir es vorher gerade bei der Bestimmung von Wörtern gesehen haben. So. Ich habe jetzt nur die Gelegenheit genutzt, mal auf diese Problematik nochmal hinzuweisen. Wenn Sie praktische Sprachverarbeitung machen, in den meisten Beispielen, die wir hier machen, das sind ja so Toy-Examples, bei denen die Welt noch schön ist, wenn Sie dann mal mit echten Texten zu tun haben, dann werden Sie immer wieder auf solche Sachen stoßen und sollten immer ein offenes Auge dafür haben. Gut, jetzt vergessen wir das aber alles und beschäftigen uns mit Morphologie. Wir tun jetzt mal so, als wüssten wir, was Wörter sind und werden uns auch nur Wörter ansehen, die eben so aussehen, wie wir es im Deutschen von Wörtern erwarten. Nämlich ohne irgendwelche Leerzeichen dazwischen und auch ohne irgendwelche komischen Unterpunktionszeichen im Wort drin. So, jetzt wollen wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, wie viele verschiedene Wörter wir hier sehen. Auch da noch, bevor wir zu dieser Frage kommen, müssen wir eigentlich nochmal unterscheiden zwischen zwei ganz wichtigen Begriffen, wenn man mit Corpora zu tun hat, nämlich die Unterscheidung zwischen Token. Das sind die Worteinheiten in einem laufenden Text. Und Typen, das bezeichnet verschiedene Wörter. Also Token sind die Einheiten, die einen laufenden Text bilden.
Typen sind die Wörter, die man im Wörterbuch auflisten würde. Da wird ja jedes Wort nur einmal aufgelistet oder halt mit seinen verschiedenen Bedeutungen. Das ist also eine ganz zentrale Unterscheidung. In der Morphologie geht es uns jetzt natürlich um Worttypen. Also wenn ich sage, wie verschiedene Wörter, dann möchte ich wie verschiedene Typen. Also da geht es immer um verschiedene Wörter und nicht um Instanzen desselben Wortes, die an verschiedenen Stellen im Text vorkommen. So, hier habe ich mal drei Wörter blau markiert. Jetzt wäre die Frage an Sie, wie viele verschiedene Wörter sind das? Das große Haus mit dem großen Kinn und die großen Hunde. Ich erwarte jetzt eine Zahl zwischen 1 und 3. 1. 1? Was wäre ja, warum? Weil es von Worttyp, also Adjektiv. Es ist immer das Wort. Ja. Es ist immer das Wort groß, meinen Sie. Also, ja, da sind Endungen dran, weil ich kann ja nicht für die Großhunde sagen, sondern damit das Ganze syntaktisch korrekt ist, muss ich großen Hunde sagen, aber es ist immer das Adjektiv groß. Das, ja. Genau, das ist eine völlig korrekte Antwort. Es gibt auch noch andere korrekte Antworten. Hat jemand noch eine andere Zahl? Ja. Man könnte auch sagen, dass es zwei Worte sind, eben weil sie unterschiedlich geschrieben werden. Jetzt also das Wort große und das Wort großen. Das ist zwei verschiedene Dinge. Genau. Also, wir können je nachdem, auf welcher Ebene wir schauen, sogar 1, 2 oder 3 sagen. Wenn Sie sich die Wortformen anschauen, man bezeichnet ja auch als Oberflächenform, weil das sozusagen das, was in der Oberfläche sichtbar ist, dann habe ich hier zwei verschiedene Wörter, nämlich große und großen. Wenn Sie sich das Lexem anschauen, wird meistens als auch als Lemma bezeichnet, sozusagen das Wort mit seiner Bedeutung oder als bedeutungstragende Einheit, dann handelt es sich eigentlich um Instanzen des gleichen Wortes, des gleichen Adjektivs groß. Das hat immer dieselbe Bedeutung. Und wie schon gesagt, es muss nur eine bestimmte Endung angehängt werden, damit es syntaktisch an der Stelle reinpasst. Damit die sogenannte Kongruenzbedingung erfüllt ist. Man kann aber auch sagen, es sind nämlich drei verschiedene Wörter, denn dieses Großen mit einem großen Kind, das ist Dativ Singular, dieses Großen, das ist Akkusativ Plural. Also wenn Sie es sozusagen auch grammatisch analysieren, dann sind es eigentlich drei verschiedene Wörter, die von denen eben zwei aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht auch rein zufällig genau gleich geschrieben werden. Sowas nennen wir grammatische Wörter. Also ein Wort, im Prinzip der Wortstamm, groß, mit den morphosyntaktischen Eigenschaften, die eben entscheidend dafür sind, welche Form wir an einer bestimmten Stelle benötigen. Also das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Wir können über Wortformen sprechen, das ist die Oberfläche. Wir können über Lemmata sprechen, das sind sozusagen die Wörter als bedeutungstragende Einheiten. Und wir können über grammatische Wörter sprechen, das ist sozusagen die feinste Unterscheidung, bei der wirklich jede Kombination grammatischer Merkmale zu einem anderen grammatischen Wort führt. Und als kleiner Vorgriff, eine der wichtigsten Aufgaben der Computermorphologie ist die Abbildung zwischen Wortformen und grammatischen Wörtern herzustellen. Also gegebene Wortformen herauszufinden, um welche grammatischen Wörter könnte es sich da handeln, oder gegeben dieses grammatische Wort die passende Wortform zu generieren. Das ist das, was wir nächste Woche dann machen. So, heute ist ein bisschen ein Sammelsurium von verschiedenen morphologischen Begriffen, einfach um sozusagen das Hintergrundwissen und die Terminologie mal kennenzulernen. So, wir können jetzt Wörter auf der Ebene des Lemmas nach verschiedenen Kriterien einteilen. Wir haben ja gerade schon beim grammatischen Wort gesehen, es gibt da gewisse morphosyntaktische Eigenschaften, die eine Rolle spielen. Aber eine viel elementarere und gröbere Einteilung ist erstmal nach den sogenannten Wortarten. Wortarten können abgeleitet werden von der Form der Wörter. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Wörter, die immer groß geschrieben werden im Deutschen, und andere Wörter, die normalerweise klein geschrieben werden, außer am Satzanfang, was ja schon zeigt, dass es sich da um verschiedene Klassen von Wörtern handeln muss. Und zum anderen nach syntaktischen Kombinationsmöglichkeiten. Dass ich also bei dem Beispiel mit einem großen Hund oder sowas, oder die großen Hunde, zwischen die und Hunde kann ich nur bestimmte Wörter einfügen. Ich kann sagen, die großen Hunde, die schlauen Hunde, die schnellen Hunde, die süßen Hunde und so weiter. Ich kann aber nicht sagen, die Tischhunde oder also da das Wort Tisch reinschreiben, oder ich kann
nicht für oder in oder sowas reinschreiben. Und das motiviert, dass sich bei groß und schnell und schlau und süß um Wörter der gleichen Wortart handelt. Auch hier ist es wieder so, dass es kein universelles Inventar von Wortarten gibt. Das hängt von der Sprache ab, es hängt auch von einem theoretischen Zugang ab. Man kann also ganz unterschiedliche Kategorien definieren. Es besteht aber so weitgehende Einigkeit über bestimmte allgemeine Wortarten, zumindest im Deutschen und Englischen und Französischen. Es gibt Substantive, also die Wörter, die Objekte oder Personen bezeichnen, also sowas wie der Tisch oder der Gedanke, also auch abstrakte Objekte können mit Substantiv bezeichnet werden, oder das Lernen, ein Prozess. In den meisten Fällen werden zu den Substantiven, vor allem unter dem englischen Begriff Noun, auch die Eigennamen gezählt. Also Peter und Maria würden hier auch zu den Substantiven gezählt werden. Dann gibt es Verben, die Zustände oder Tätigkeiten bezeichnen, also so eine Handlung wie gehen oder ein Zustand wie etwas bedeuten. Dass ein Wort etwas bedeutet, ist ein Zustand des Wortes und nicht eine momentane Handlung. Dann gibt es Adjektive, die Eigenschaften bezeichnen, groß, klein, süß. Adverbien, die Eigenschaften von Zuständen oder Handlungen bezeichnen oder Adjektive nochmal qualifizieren können. Also zum Beispiel sehr ist ein Adverb, das ein Adjektiv sehr groß intensiviert das Adjektiv groß. Oder flüssig sprechen ist eine Eigenschaft, beschreibt eine Eigenschaft des Prozesses des Sprechens oder Handlung des Sprechens. So, das sind vier Wortarten, die oft zusammengefasst werden, die als Inhaltswörter oder lexikalische Wörter auch bezeichnet werden, weil sie bedeutungstragend sind, weil sie den wesentlichen Inhalt, weil sie im Satz wesentliche Inhalte transportieren. Also gerade Sprechen trägt eben viel Bedeutung oder Tisch sagt eben aus, um was, dass sie eine bestimmte Art von Objekt handelt. Dann gibt es noch andere Wortarten, die wenig Bedeutung tragen und die vor allem die Funktion oder die vor allem dazu dienen, offenbar die syntaktische Struktur und das syntaktische Gerüst des Satzes zu bilden. Dazu gehören die Artikel. Wie üblich habe ich hier oft die englischen Bezeichnungen in blau in Klammern dazu geschrieben, wenn sie nicht direkt aus dem Deutschen übertragbar sind, damit sie auch mit diesen Bezeichnungen vertraut werden. Also Artikel, bestimmte Artikel, der, die, das, unbestimmte, wie ein, eine. Pronomina, er, sie, es, die stellvertretend für Substantive stehen im Regelfall. Präpositionen, in, auf, unter, die bestimmte Relationen ausdrücken können. Als Sprachwissenschaftler müsste ich da eigentlich Adposition sagen, denn Präposition heißt ja etwas, was vorangestellt wird. Es gibt aber auch Adpositionen, die nachgestellt werden, zum Beispiel um des Friedens willen oder sowas. Dieses Willen ist eine sogenannte Postposition. Adposition ist der Oberbegriff davon. Sie dürfen aber weiter von Präpositionen reden, dass nicht da die große Mehrheit der Fälle sind tatsächlich Präpositionen im Deutschen. Konjunktionen und oder, die Satzteile miteinander verknüpfen können, Satzteile gleicher Art miteinander verknüpfen können und noch viele andere Wortarten. Und was man hier jetzt genau noch unterscheiden möchte, vor allem bei den Funktionswörtern, das ist dann sehr theorieabhängig, also wo die Grenzen gezogen werden und was für Wortarten man unterscheidet. Was Sie aber gemein haben, sind, dass es sich um solche Funktionswörter handelt, die im Wesentlichen eine syntaktische Funktion haben und keinen wesentlichen Inhalt transportieren. Ich meine, Sie sehen schon, das stimmt so nicht ganz. Natürlich die Präposition, ob ich jetzt sage, auf dem Baum oder unter dem Baum, macht ja schon Unterschied. Also da ist schon Bedeutung mit drin, aber sozusagen eine abstraktere oder schwächere Bedeutung, als die Inhaltswörter tragen. So, weil es diese Abgrenzungsprobleme gibt, weil der Begriff Inhaltswort und Funktionswort ziemlich schwer zu definieren ist, behilft man sich oft mit einer anderen Unterscheidung, nämlich in sogenannte offene und geschlossene Wortarten, Open Class und Closed Class auf Englisch. Das hat damit zu tun, dass die Inhaltswörter, dass es sehr viele verschiedene Inhaltswörter gibt und diese Inhaltswörter meistens auch produktiv gebildet werden können. Also es gibt kein abgeschlossenes Vokabular hier, sondern es gibt erstens mal mehr als 100.000 solche Wörter in den meisten Sprachen, die in einem guten Wörterbuch schon verzeichnet werden und wir können spontan neue Inhaltswörter bilden.
Im Gegensatz dazu bilden die Funktionswörter meistens eine abgeschlossene Klasse, auch eine relativ kleine Klasse. Die sind im guten Wörterbuch vollständig aufgezählt und Sie können nicht einfach mal eine neue Präposition erfinden oder einen neuen Artikel erfinden. Da würde Sie keinen verstehen. Das ist also so spontan nicht möglich. Natürlich, es gibt Neologismen, es werden neue Wörter eingeführt mit der Zeit, aber Sie können nicht spontan in einer bestimmten Situation jetzt ein Funktionswort neu erfinden, produktiv bilden. Das war also mal eine ganz fundamentale Unterscheidung. Das ist auch einer der wichtigsten Schritte in der Computerlinguistik, die Wortarten korrekt zuweisen zu können. Also, um nochmal zusammenzustellen, aus Sicht der Computerlinguistik sind die Ziele der morphologischen Analyse einmal die Lemmatisierung oder Stemming, also Rückführung von Wortformen auf ihre Grundform, auf das Lemma. Zitierform ist die Form, die in einem Wörterbuch zitiert wird, deswegen wird ein Lemma oft auch korrekt als Zitierform. Also Lemma ist eigentlich formal der Begriff für die Menge aller Wortformen, die zum selben Wort gehören. Und die Form, die wir dann konventionellerweise angeben, die Sie im Wörterbuch finden würden, das ist die Zitierform des Lemmas. Dann, wie gesagt, die Bestimmung der Wortart ist ganz zentral. Ein etwas weiterführender Schritt, der für viele Anwendungen eben auch wichtig ist, ist die Identifikation der darüber ausgehenden morphosyntaktischen Merkmale. Also nicht nur zu bestimmen, dass großen ein Adjektiv ist, sondern eben auch herauszufinden, dass es Plural, Akkusativ und so weiter ist. Und welche anderen Merkmale eben auf Adjektive zutreffen. Und schließlich, um eben auch Wörter behandeln zu können, die nicht in dem Wörterbuch verzeichnet sind, die Zerlegung komplexer Wörter in ihre Bestandteile, um einerseits daraus dann die Wortarten und morphosyntaktischen Merkmale bestimmen zu können, andererseits aber auch Rückschlüsse auf die Bedeutung ziehen können, also zum Beispiel die Zimmertemperatur zu erkennen, dass es sich da offenbar um die Temperatur im Zimmer, die Room Temperature, handelt. Gut. Um uns der Problematik jetzt mal ein bisschen anzunähern, fangen wir doch mal mit der Zerlegung von Wörtern an und stellen uns erstmal die Frage, wie wollen wir eigentlich Wörter zerlegen? Also zum Beispiel habe ich hier für Verletzungen und Bedeutendsten, zwei schöne deutsche Wörter, zwei mögliche Zerlegungen gegeben. Machen wir mal eine kurze Abstimmung. Was halten Sie für sinnvoller? Wer findet die blaue Zerlegung sinnvoller? Wer findet die rote Zerlegung sinnvoller? Das ist eine sehr schöne Mehrheit. Kann auch jemand erklären, warum Sie die sinnvoller finden? Also die blaue ist ja auch eine, die finden Sie auch im Wörterbuch, diese Zerlegung, sie ist also nicht völlig falsch. Ja? Bei der rechten Zerlegung ist der Wortstamm schon ausgebildet. Also, das verletzt zum Beispiel und das Deuten. Also das Verletzt und Deuten, das hat also eine Bedeutung für Sie auch. Genau, während Fair und Let und Neu und Tennis, dem können wir irgendwie keine Bedeutung zuordnen. Also der Unterschied ist, dass es sich links um eine Zerlegung in Silben handelt, die letztlich lautlich bestimmt sind, also eine Zerlegung in Laute, und rechts um eine Zerlegung in bedeutungstragende Einheiten. Und solche bedeutungstragenden Einheiten bezeichnen wir als Morpheme. Also Morpheme, die Grundbausteine der Morphologie, der Wortbildung der Morphologie, sind bedeutungstragende Einheiten. Wobei Bedeutung hier in einem sehr abstrakten Sinn gefasst werden kann. Also Verletz, das ist ganz klar, das ist lexikalisch, ein Inhaltswort oder ein Inhaltsmorphem, das eine eigene Bedeutung hat. Aber en hat hier auch eine Bedeutung, nämlich es drückt das grammatische Eigenschaft Plural aus. Also in diesem abstrakten Sinne ist es auch eine bedeutungstragende Einheit. Das ist eine ganz wichtige Definition des Begriffs Morphemes. Auch hier ist es natürlich wieder schwierig zu sagen, da gibt es wieder Abgrenzungsprobleme. Was ist jetzt wirklich bedeutungstragend und was ist die kleinste Einheit? Also auch hier haben wir eigentlich keine klare Definition, aber eben doch eine starke Intuition, die uns hilft, den Morphembegriff herauszuschälen. Was wir an diesen Beispielen auch sehen, oder was diese Beispiele nahelegen, ist, dass die Zusammensetzung von Wörtern aus Morphemen doch ziemlich einfach abläuft, nämlich indem Morpheme aneinander gehängt werden. Erinnern Sie sich, haben wir es bei den formalen Sprachen schon mal gesagt, da hatten wir ja diesen Verkettungsoperator,
den man auch als Konkatenation vom englischen Concatenate bezeichnen kann. Und deswegen nennt man sowas einen konkatenativen Wortaufbau oder eine konkatenative Morphologie, bei der einfach Morpheme aneinander gehen können. Das ist natürlich für Computerlinguisten ein sehr schöner Fall, denn das lässt sich am leichtesten natürlich beschreiben und modellieren. Erfreulicherweise trifft es auf so ziemlich alle europäischen Sprachen zu. Das heißt, die meisten Sprachen, mit denen wir hier zu tun haben, folgen tatsächlich diesem konkatenativen Aufbau. Es wird auch als sogenanntes Item and Arrangement Modell bezeichnet auf Englisch manchmal. Item bezeichnet die Einheiten, also die Morpheme, und Arrangement deutet darauf hin, dass ich natürlich die Morpheme nicht einfach beliebig aneinander hängen kann, sondern es bestimmte Reihenfolgen gibt, also ein bestimmtes Arrangement gebildet werden muss, damit ich daraus tatsächlich ein Wort erhalte. Also hier nochmal ein Beispiel. Aus den Morphemen un, vorher, se, war und n kann ich das komplexe Wort unvorhersehbar zusammensetzen, rein konkatenativ. Aber ich darf die nicht irgendwie umsortieren, also ich kann das un nicht einfach hier in die Mitte tun und vorhersehen unbaren. Das ist kein vernünftiges deutsches Wort mehr. Ganz so einfach ist es natürlich nicht immer. Wenn Sie zum Beispiel im Englischen die Morpheme an, wie, produce, able, itty und s aneinander hängen, also hier Dura-Morphem s wieder, dann kommt da nicht das Wort unreproducibilities raus, sondern irreproducibilities. Das hat ganz verschiedene Gründe, mit denen wir uns in den nächsten Folien dann auch nochmal ausführlicher beschäftigen. Also ein Grund, ein Phänomen, das glaube ich nicht offensichtlich ist, producible, ist ein bisschen schwerer auszusprechen. Producible ist einfacher auszusprechen. Also oft hat solche phonologischen Gründe gewisse Anpassungsprozesse, die an Morphemgrenzen dazu führen, dass Wörter leichter auszusprechen sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen zu sich in Anpassung führen. Daran können Sie erkennen, eigentlich mit gewissen Anpassungsprozessen kann ich dann aus dieser Folge von Morphemen auch Irreproducibilities ableiten. So. Unglücklicherweise gibt es auch Sprachen wie Arabisch, die nicht konkatenativ funktionieren. Ich kann jetzt überhaupt kein Arabisch, deswegen kann ich nur das zitieren, was immer in den Büchern zitiert werden. Also im Arabischen sind die Wurzeln, die Ausgangspunkte der Wortbildung, nicht Morpheme, an die was angehängt wird, sondern sogenannte Radikale, die jeweils aus drei Konsonanten bestehen. Also zum Beispiel kütübe für Schreiben. Und aus diesem Radikal können jetzt verschiedene Wörter abgeleitet werden, Wörter gebildet werden, indem bestimmte Vokale eingefügt werden. Das Problem ist ja, dass im Arabischen meistens nur die Konsonanten geschrieben werden und man sich die Vokale, die passenden Vokale dazu denken muss. Also laut meiner Quellen ist da jetzt zum Beispiel Kataba, er schrieb, Yaktubu, er schreibt, Kitab, Buch, Kutub, Bücher, Katib, Autor und Kutab, Autorin. Ich hoffe mal, dass das so stimmt, aber Sie sehen das Prinzip. Also wir haben immer dieses Radikal und durch Einfügen verschiedener Vokalkombinationen werden eben verschiedene Wörter abgeleitet, die alle mit dem Stammschreiben zu tun haben. Wir vergessen so, dass es sowas gibt. Wir werden uns in der Vorlesung ausschließlich mit konkatenativer Wortbildung beschäftigen. Sie können sich vorstellen, dass die Algorithmen, die man für sowas braucht, völlig anders sind als die Algorithmen, mit denen man Item- und Arrangement-Modelle modelliert. Gibt es auch für asiatische Sprachen solche Algorithmen? Für asiatische Sprachen ist es im Prinzip, die sind auch rein konkatenativ, wobei da, glaube ich, zumindest soweit ich es weiß, sehr wenig morphologische Prozesse stattfinden. Also da haben wir eigentlich recht fixe Elemente, die aneinander gehängt werden. Und das meiste kann dann auf der Ebene Syntax und Semantik behandelt werden. Machen wir weiter. Eine weitere wichtige Unterscheidung, also es geht ja darum, wie verschiedene Wörter, wie aus komplexe Wörter oder überhaupt Wörter gebildet werden aus solchen Morphemen. Da ist eine wichtige Unterscheidung zwischen Flexion, also der Beugung und Wortbildungsprozessen. Sie können sich denken, was ich jetzt sagen werde, die Unterscheidung lässt sich nicht wirklich ganz sauber definieren. Also es gibt keine einfache Definition, die sagt, was Flexionsmorphologie ist und was Wortbildungsmorphologie ist, was Wortbildungsprozesse sind. Wir haben aber natürlich eine relativ klare Intuition,
da, wo wir einfach Endung an Wort anhängen, wie große, großen und so weiter an groß, haben wir eigentlich immer das gleiche Wort und es werden nur morphosyntaktische Merkmale, morphosyntaktische Eigenschaften durch die Endung ausgedrückt. Das ist Flexionsmorphologie. Da, wo es zu mehr kommt, als vor allem, wo sich eigentlich das Wort auch in irgendeiner Weise verändert, spricht man von Wortbildung, da tatsächlich neue Lexeme, ein neues Lemma gebildet wird. Wie gesagt, das lässt sich nicht ganz einfach definieren, aber die wesentlichen Aspekte sind, so die Intention ist, dass mit Flexion werden Wortformen gebildet, die alle zu dem gleichen Lemma, zum gleichen Stamm gehören. Insbesondere tritt keine Änderung der Grundbedeutung ein, es handelt sich immer um die gleiche Wortart. Also egal welche Flexionsform von groß ich nehme, es ist immer ein Adjektiv und es hat auch immer die gleiche Bedeutung. Deswegen haben Sie ja vorher gesagt, es ist eigentlich dreimal das gleiche Wort, nämlich das Adjektiv groß. Die Flexionsform kodieren morphosyntaktische Merkmale, das ist ein bisschen zirkulär, weil ich ja gar nicht keine Definition habe, was jetzt eigentlich morphosyntaktische Merkmale sind. Man könnte ja auch sagen, gut, wenn ich jetzt Plural bilde, Hund und Hunde, hat es eigentlich schon eine andere Bedeutung. Ein Hund ist ja was anderes als zwei Hunde. Also sehen, das ist dann auch irgendwie zum gewissen Grad eine arbiträre Grenze, was man jetzt als Bedeutungsänderung bezeichnet und was nicht. In der Flexionsmorphologie wird noch gängigerweise im lateinischen Modell unterschieden zwischen Deklination, das ist die Flexionsmorphologie für Substantive, Adjektive, Artikel und Pronomina, Konjugation für Verben und Komparation, die nur für Adjektive, also Steigerung, die wir nur für Adjektive haben. Bei Adjektiven haben wir also sowohl Komparation als auch Deklinationsmuster. So. Im Gegensatz zu dieser Flexion, die eben die Grundbedeutung im Wortart gleich lässt, werden bei der Wortbildung neue Lexeme produktiv gebildet, die im Regelfall auch eine andere Wortart haben als das Ausgangswort, beziehungsweise in vielen Fällen eine andere Wortart haben, aber eben das nicht müssen. Also manche Leute definieren den Unterschied, Flexion ist, wenn sich die Wortart nicht ändert, Derivation, Wortbildung ist, wenn sich die Wortart ändert, aber das greift so kurz, wie wir gleich an einigen Beispielen sehen werden. Was sich aber fast immer ändert, ist die Bedeutung. Also sozusagen die Kombination aus Änderung der Bedeutung, die nicht völlige Veränderung, aber es kommen neue Bedeutungskomponenten dazu und sehr oft eben auch die Änderung der Wortart. Das ist typisch. Die Ergebnisse der Wortbildung sind wieder Lexeme, also Wortstämme, die als Basis für weitere Flexionen dann noch einer weiteren Flexion unterworfen sind. Wir werden uns vor allem mit den zwei wichtigsten Wortbildungsprozessen beschäftigen, nämlich Derivation und Komposition, die ich dann auch gleich noch erklären werde. Abgrenzen muss man die Wortbildung allerdings von einerseits Neologismen, also Erfindung komplett neuer Wörter wie das Handy oder das Internet. Das sind einfach ganz komplett neue Wortschöpfungen, die nicht spontan gebildet wurden, sondern die sich jemand ausgedacht hat und die dann über Jahre hinweg erstmal etabliert werden mussten, um verstanden zu werden. Unkreative Wortspiele, also unkaputtbar, ist keine produktive Wortbildung. Das verletzt nämlich gewisse Regeln, die wir haben. Und wenn es jemand so spontan verwenden würde, würde man sagen, was ist damit eigentlich gemeint? Aber es hat eben einen gewissen komischen Effekt und etabliert sich dadurch auch. Also solche Wortspielereien wollen wir hier auch nicht untersuchen. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal noch ein bisschen mit der Flexionsmorphologie. Wie gesagt, die drückt vor allem morphosyntaktische Merkmale aus. Was man üblicherweise als solche morphosyntaktischen Merkmale, zumindest im Deutschen, betrachtet, sind einerseits für substantivische Kategorien, damit meint man, das sind im Wesentlichen Substantive, Adjektive, Artikel und Pronomina. Die drücken aus Person, erste, zweite, dritte Person, Einzahl und Mehrzahl, also Numerus, Singular und Plural, den Fall, den Kasus, Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, und schließlich das Geschlecht, das grammatische Geschlecht, männlich, weiblich und neutrum. Also wir haben hier, wenn Sie es genau anschauen, die Person und Numerus, das sind gewisse Bedeutungskomponenten, eben ob es sich um ein oder mehrere handelt. Person gibt eigentlich an, welche Beziehung zum Sprecher besteht, ob es der Sprecher selbst ist, jemand Angesprochenes oder Dritte, beziehungsweise Objekte.
Der Kasus hingegen, der bestimmt eigentlich die Funktion des Wortes im Satz. Also im Deutschen markieren wir ja das Subjekt des Satzes mit dem Nominativ, das Objekt mit dem Akkusativ, Genitiv kann zum Beispiel verwendet werden, um Besitzer auszudrücken und so weiter, um bestimmte Verhältnisse auszudrücken. Also es hat eigentlich eher viel mehr eine syntaktische Funktion, als wirklich eine Bedeutung mit sich zu bringen. So, wie Sie sicher wissen, sind diese substantivischen morphosyntaktischen Kategorien Kongruenz innerhalb von Nominalphrasen unterworfen, also in einer Aussage wie die großen Hunde, müssen die morphosyntaktischen Eigenschaften von die, dem Artikel, großen, dem Adjektiv und Hunde, dem Substantiv übereinstimmen, sonst ist der Satz, der Ausdruck grammatisch nicht richtig. Und dann gibt es noch so ein paar Sonderfälle, dass wir, was eigentlich nicht typischerweise als ein morphosyntaktisches Merkmal berücksichtigt wird, das heißt, mit bestimmtem Artikel schreiben wir der große Hund. Mit unbestimmtem Artikel verwenden wir eine andere Form des Adjektivs, nämlich ein großer Hund. Die Form des Adjektivs hängt also nicht nur von diesen üblichen Kongruenzmerkmalen ab, sondern auch davon, ob es mit einem bestimmten, unbestimmten oder mit gar keinem Artikel kombiniert wird. Und das ist also eine Art Bestimmtheitsmerkmal, für das es keinen üblichen Begriff gibt. Man redet da stattdessen von starker und schwacher Adjektivdeklination. Also eine schwache Adjektivdeklination ist kombiniert mit einem definiten Artikel, mit einem bestimmten Artikel. Da kommt sozusagen die Bestimmtheit vom Artikel. Deswegen darf das Adjektiv schwach sein, so merke ich mir das. Ein starkes Adjektiv steht ganz ohne Artikel. Und mit dem unbestimmten Artikel, das ist dann noch so eine Mischform, so eine stark-schwach. Mischformen. Wenn Sie mal so richtig in die morphologische Analyse einsteigen, dann werden Sie Ihnen diese Kategorien eben wieder begegnen. So. Für Verben gibt es noch einige andere Kategorien, die morphologisch realisiert werden, in der Inflexionsmorphologie ausgedrückt werden. Das Tempus, im Deutschen ist es Präsens und Präteritum, oder Perfekt gibt es ja auch noch. Modus, ob es ein Indikativ, Konjunktiv oder Imperativ ist. Und dann die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv, die auch die als Genus Verbi bezeichnet wird. Ist Ihnen klar, warum ich jetzt perfekt und aktiv-passiv in Klammern gesetzt habe? Ja. Vielleicht, weil Sie Hilfsverben benötigen, um die bilden zu können? Genau, das sind zwar morphosyntaktische Eigenschaften, die aber im Gegensatz zu allem anderen hier nicht in der Morphologie ausgedrückt werden, also zum Beispiel mit dem Tempus, ich sage, Präteritum, ich sagte, das ist eine Flexion, eine Flexionsform, aber perfekt, ich habe gesagt, das ist eine Kombination, da bilden wir das Partizip als Flexionsform, aber andererseits brauchen wir eben auch das Hilfsverb haben. Und deswegen handelt es sich hier nicht um ein rein morphologisches Phänomen, sondern eigentlich, was auf einer syntaktischen Ebene auch passiert. So. Darüber hinaus haben wir noch eine Kongruenz mit dem Subjekt, also Übereinstimmung mit dem Subjekt des Satzes in Person und Numerus, also die beiden Eigenschaften werden auch auf Verb realisiert. In den europäischen Sprachen kann man Flexionen, am besten, dass da sehr große Regelmäßigkeiten gibt, kann man die in Form von Tabellen, kennen Sie sicher alle aus dem Schulunterricht, die Flexionstabellen oder sogenannte Flexionsparadigmen. Da wird systematisch eben für alle Formen des Wortes, die wir bilden können. Und hier sehen Sie eigentlich, die Tabelle besteht aus den grammatischen Wörtern, die ich erhalte durch alle möglichen Kombinationen morphosyntaktischer Merkmale. Bei Substantiven ist das Geschlecht lexikalisch festgelegt, das grammatische Geschlecht, also kann der Tisch nur maskulin sein. Aber ich kann eben beliebigen Kasus und beliebigen Numerus kombinieren und kriege damit 8 grammatische Wörter, die ich aus Tisch bilden kann. Und in dem Flexionsparadigma in der Tabelle steht dann eben für jedes dieser grammatischen Wörter, wie es an der Oberfläche realisiert ist, also durch welche Wortform es ausgedrückt wird. Dabei gibt es jetzt, und was man hier dran auch sieht, schönes konkatenatives Modell, im Regelfall
habe ich die Grundform Tisch, an die werden Endungen S, E, N angehängt, je nachdem, welches grammatische Wort ich ausdrücken will. So, es gibt jetzt, das ist aber nicht für alle Wörter gleich, wie Sie ja wissen, es gibt ja verschiedene Tabellen meistens. Einmal wird unterschieden nach dem Geschlecht, also ein weibliches Substantiv wie Blume verhält sich, hat hier eine ganz andere Verteilung, eine ganz andere Endung, die angehängt werden müssen. Die Grundform enthält schon das E, deswegen wird hier auch kein weiteres E angehängt. Und Sie sehen auch, die Verteilung der Form über die Tabelle sieht hier völlig anders aus. Es ist aber nicht nur das Geschlecht, das unterscheidet, es gibt auch bestimmte Klassen von maskulinen Substantiven, die unterschiedliche Flexionsparadigmen haben. In einem Lernerwörterbuch finden Sie sowas immer sehr schön aufgeschlüsselt. Da sollte zu jedem Substantiv auch stehen, in welches Paradigma es gehört, wenn es nicht völlig regelmäßig ist. Und hinten im Anhang haben Sie dann die Flexionstabellen dafür. Bei Adjektiven wird das Ganze nochmal komplexer. Da habe ich nämlich nicht nur die 8 Formen für Casus Numerus Kombinationen, sondern Adjektiv kann ja weibliche, männliche und sächliche Formen bilden. Also habe ich 3 mal 8 oder 24 Einträge im Flexionsparadigma. Aus Platzgründen habe ich immer nur maskulin und feminin dargestellt, also 16. So, und wenn wir uns das hier unten jetzt nochmal anschauen, da sehen Sie, was das große Problem der Computermorphologie ist. Nämlich, dass ganz viele verschiedene grammatische Wörter, zum Beispiel das, durch die gleiche Oberflächenform realisiert werden, also die zur gleichen Wortform rote führen. Bei dem weiblichen Substantiv haben wir sogar den Fall, dass der Kasus überhaupt nicht markiert ist an der Oberfläche. Alle Singularformen sind Blumen, alle Pluralformen sind Blumen unabhängig vom Kasus. Dieses Phänomen, dass wir eben nicht für jedes grammatische Wort eine eigene Wortform haben, wird als Synkretismus bezeichnet. Der Begriff rührt sich ja auch stark daher, dass es, hier könnte man einfach sagen, na gut, das Sinn drückt eben nur bestimmte Merkmale aus, aber im Regelfall ist es so, dass ich nicht so ein regelmäßiges Schema habe, dass bestimmte Merkmale keine Entscheidung machen, sondern dass eigentlich in ziemlich unerklärlicher Weise bestimmte Formen identisch sind. Dass ich jetzt zum Beispiel bei Tisch im Plural, Nominativ, Genitiv und Akkusativ die gleiche Form Tische bilde, aber im Dativ eine andere Form bilde. Das ist eigentlich völlig unerklärlich. Und diese unsystematischen Übereinstimmungen, das ist das große Problem für die Computermorphologie, für die Analyse vor allem, denn dadurch entstehen Ambiguitäten. Wenn ich das Wort Rote sehe in einem Text, dann weiß ich eben nicht, ob dieses oder dieses grammatische Wort gemeint ist. Hier nochmal zur Vollständigkeit halt ein paar Besonderheiten, die vorkommen können. Also nicht alles lässt sich über solche regelmäßigen Flexionsparadigmen abdecken. Ein Problem ist, dass es unregelmäßige Formen gibt, also zum Beispiel im Englischen, die Steigerung, die Komparation von dem Adjektiv good ist eben nicht gooder und goodest, wie es regelmäßig gebildet wurde nach dem Paradigma, sondern better und best. Man kann das als unregelmäßige Formen sehen. Man kann es auch als Supplition bezeichnen. Supplition bedeutet, dass Formen des anderen Stammes eingefügt werden. Also offenbar better und best, das scheint ja irgendwie so, es würde passen, in einen Stamm Bett oder so ähnlich. Das heißt, man kann auch sagen, hier wurden offenbar Formen des anderen Stammes, den es jetzt gar nicht mehr gibt in der Sprache, in das Paradigma eingeführt. Deswegen wird es dann als Supplition bezeichnet. Im Deutschen haben wir es bei der Konjugation des Hilfsverbs sein ziemlich massiv. Da gibt es eigentlich nur eine Form, ihr seid, die direkt regelmäßig aus der Wurzel abgeleitet ist. So, eine ganz wichtige Sache, die häufig auftaucht, ist die sogenannte Allomorphie. Was wir gesehen haben beim Synkretismus, ist ja, dass sozusagen dieselbe Endung verschiedene Funktionen haben kann, verschiedene grammatische Merkmale ausdrücken kann. Das ist, was ich hier schreibe. Man bezeichnet solche formalen Elemente, also Laute oder Zeichenfolgen, als Morphe, und Morpheme sind die Bedeutungseinheiten. Das heißt, ein Morph, die Endung E,
kann hier bei Anhängern Rot zum Beispiel ganz verschiedene Bedeutungen haben, beim Anhänger Tisch andere Bedeutungen und an Blume kann es nicht angehängt werden. Also dieses Morph, das sind eigentlich verschiedene Morpheme. Das ist nicht ein Pluralmorphem, sondern hier könnte man sagen, es ist ein Morphem Plural außer Dativ oder sowas. Umgekehrt trifft es aber auch zu, dass ein Morphem, also dieselbe Funktion oder Bedeutung, verschieden realisiert sein kann. Zum Beispiel, wie wird ein Plural gebildet bei deutschen Substantiven? Das kann, ich habe hier unten die Beispiele, durch Anhängen von er an den Stamm, durch en, durch s, durch e oder manchmal sogar, indem gar nichts angehängt wird. Um bei dem konkordativen Modell bleiben zu können, sagt man, das ist ein Nullmorphem. Also Nullmorphem ist ein leeres Morphem, das nicht realisiert wird, das nicht in der Wortform sichtbar ist, aber man geht davon aus, dass auch da und bildet den Plural. Also die Fehler ist identisch zur Singularform, bei Hund wird ein E angehängt, bei Auto ein S, bei Frau EN und bei Buch wird ER angehängt. Weil diese Morpheme alle die gleiche Funktion, diese Morphe alle die gleiche Funktion haben, bezeichnen wir es als Formen des gleichen, Varianten des gleichen Morphems, also sogenannte Allomorphe. Das sind Allomorphe zu dem Morphem Plural bei Substantiv und das ganze Phänomen wird als Allomorphie bezeichnet. Das Unschöne ist, dass wir bei Stämmen manchmal auch so eine Art von Allomorphie kriegen, dass ich also nicht einfach nur verschiedene Endungen an den Stamm anhänge, sondern dass ich auch der Stamm verändern kann. Zum Beispiel, was sehr häufig im Deutschen passiert, ist, dass bei der Pluralbildung eine Umlautung geschieht, dass aus Baum Bäumen wird und aus Buch Büch wird. Also wenn ich bei diesem Item and Arrangement Modell bleiben will, dann muss ich sagen, Baum und Bäumen sind zwei Allomorphe des Morphems Baum, also des lexikalischen Morphems Baum, die eben für Singular und Plural verwendet werden. Bei unregelmäßigen oder sogenannten starken Verben haben wir auch eine Vergangenheitsform, dass eben, um die Vergangenheitsform von geben zu bilden, nicht an den Stamm geb, das Morphem geb einfach was angehängt wird, sondern wir das Allomorph gab verwenden müssen. Also das ist, könnte auch wieder ein Sonderfall sein, aber es ist zu häufig, um es alles als Sonderfall zu behandeln. In vielen Fällen ist diese Allomorphie aber auch erklärbar, regelmäßig, aus verschiedenen Gründen bedingt, die man modellieren kann. Und ein Ziel der Computermorphologie ist es natürlich immer, alles, was regelmäßig ist, auch mit Regeln zu behandeln und dann letztlich nur noch Ausnahmefälle auflisten zu müssen. Also wenn man möglichst wenig explizit als Sonderfälle oder Ausnahmen auflisten, sondern möglichst viel mit Regeln und regelmäßigen Flexionsparadigmen oder Wortbildungsmustern erklären. Solche Allomorphien, regelmäßige Allomorphie ist oft phonologisch bedingt. Meistens passieren dann eine von zwei Sachen, entweder eine Tilgung, dass ein Laut entfernt wird, weil an einer bestimmten Stelle schwer auszusprechen wäre, oder die Epenthese, dass ein Laut eingefügt wird, weil sonst eine bestimmte Lautkombination schwer auszusprechen wäre. Also hier ein Beispiel, die regelmäßige Präteritumsbildung im Deutschen erfolgt mit dem Morphem T, also Lach N. N ist ja die Infinitivmarkierung oder wir lachen, sie lachen, erste, dritte Person Plural. Die Vergangenheitsform erhalte ich, indem ich ein zusätzliches Morphem Morph T oder Morphem T für die Vergangenheitsform einfüge. Entsprechend kann ich das bei Reden machen. Wenn ich da T einfüge, denke ich Redten. Das könnte man so machen, aber es ist, man stolpert beim Aussprechen ziemlich drüber und es ist auch leicht misszuverstehen. Deswegen wird hier eine Epenthese vorgenommen, es wird ein schwacher Vokal eingefügt, der meistens orthografisch als E formuliert wird. Wir sagen redeten statt redten. Also sehen, es hat rein phonologische Gründe, also phonotakt, man bezeichnet es oft auch als phonotaktisch, die Kombination von Lauten, dass wir hier das E einfügen. Ein ganz berühmtes Beispiel für solche regelmäßigen phonotaktischen Anpassungsprozesse ist die Pluralbildung im Englischen. Also, Sie wissen ja, das Pluralmorphem im Englischen, Englisch ist viel einfacher als Deutsch, es gibt eigentlich nur ein Pluralmorphem, nämlich das S. Book, books, friend, friends, bees, bees und so weiter. Es gibt aber ein paar Ausnahmen.
immer dann, wenn der Stamm auf einen Zischlaut endet, Bass oder Flash oder Fox, dann wäre es wieder schwierig, das direkt auszusprechen. Bass, Flash, Fox und sehr schwer zu verstehen. Also kommt hier auch eine Epenthese. In dem Fall ist es kein Ö, sondern ein I, das aber auch als E realisiert wird in der Orthographie. Also Bass, Basses, Flash, Flashes, Fox, Foxes. Dann gibt es aber auch noch einige andere Phänomene, die jetzt nicht phonologisch bedingt sind, sondern orthografische Konventionen. Also ein Y wird nicht als YS geschrieben manchmal, sondern als IES. Das Y wird also irgendwie zu IE konvertiert. Allerdings nicht immer. Wie Sie hier sehen, wenn es nach dem Vokal steht, bleibt das Y stehen. Nach dem Konsonant wird es zu IE. Dafür gibt es jetzt keine erklärbaren Gründe. Es ist irgendwie orthografische Konvention, die sicher auch eine Wurzel hat, eine nachvollziehbare Wurzel irgendwo hat. Und natürlich, was Sie immer berücksichtigen müssen, wenn wir versuchen, regelmäßige Wortbildung oder Flexion zu modellieren, es gibt immer Unregelmäßigkeiten in der Tütensprache. Es gibt immer Sonderformen, die nicht diesem Muster folgen, die man auch separat behandeln muss. Fällt irgendjemand noch ein anderer Fall, irgendein anderer Sonderfall ein bei der Pluralbildung, also auch so eine Regelmäßigkeit, wo nicht einfach ein S angehängt wird? Bus und Gieß. Bus. Das ist wieder, das ist so eine von den unregelmäßigen Formen dann die. Wobei man da auch wieder manchmal Muster findet, dass einige nach ähnlichen Prinzipien gebildet werden. Also eins, das ist auch was, also das mit den Basis, das weiß man meistens, die anderen fallen einem oft nicht ein. Oft ist es so, wenn ein Wort auf O endet, wird auch ein E eingefügt. Also Heroes, Plural von Hero ist Heroes mit E. In der Orthographie ist ja auch wieder ein rein orthografisches Phänomen. Wir werden uns damit nächste Woche als Beispiel für die Computermorphologie mal ausführlich beschäftigen und da auch mal versuchen, etwas vollständiger die Fälle zu erfassen. So. Andere Gründe für Allomorphie, die eigentlich jetzt auch wieder phonologisch bedingt sind, ist Assimilation. Zum Beispiel das Präfix in im Englischen. Das heißt ja, es ist eine Umkehrungsbedeutung. Je nachdem, mit was ich es kombiniere, wäre es wieder schwer auszusprechen. Invisible ist okay, aber improper, irregular, illogical holpert ein bisschen. Deswegen gibt es hier einen Anpassungsprozess, dass das N zu M wird, improper, oder sich direkt an den anderen Laut, irregular, illogical, anpasst. Also auch das sind erklärbare, vorhersagbare Anpassungsprozesse. Das heißt, wir müssen die eigentlich nicht alle als unregelmäßige Formen auflisten. Und schließlich gibt es aber auch noch ein paar Sachen, die nicht phonologisch begründet sind, sondern lexikalisch, die also sozusagen abhängig von lexikalischen Eigenschaften des Stammes, also von dem, welchen Stamm wir haben, welche Eigenschaften der hat, unterschiedliche Formen wählen. Im Englischen zum Beispiel kann ich die Negation, diesen Gegensatz, entweder durch ein Präfix in, wie wir es gerade hatten, ausdrücken, oder durch ein Präfix an. Und das, was Sie verwenden, ist nicht beliebig, sondern hängt davon ab, um was für ein Stamm es sich handelt. Bei sogenannten nativen Wörtern, die also aus dem Germanischen kommen, wird an verwendet. Bei klassischen Stämmen, die aus dem Lateinischen oder Griechischen kommen, wird die Form in verwendet. Also im Prinzip müssen Sie als Muttersprachler immer wissen, ob es sich um ein natives Wort oder einen klassischen Stamm handelt, um dann den richtigen Präfix an oder in auswählen zu können. Das ist für Muttersprachler deswegen, glaube ich, relativ einfach, weil die völlig unterschiedliche Bildungsmuster haben und man es eigentlich Wörtern wie proper und regular und logical irgendwie schon ansieht, dass sie nicht nativ, nicht germanisch sind. Im Deutschen haben wir da auch ein interessantes Phänomen. Wir können ja Substantive bilden mit Heit und mit Keit, also wie soll es Schönheit, aber Langsamkeit. Und da ist interessant, dass man das Keit findet sich immer dann, wenn der Stamm, an den es angehängt wird, auf Lich, Ich, Bar oder Sam endet. Unter anderem, es gibt auch noch andere Fälle, aber immer dann wird Keit statt Heit verwendet.
Gut, jetzt haben wir die Flexionsmorphologie abgeschnitten, sprechen wir noch ein bisschen über Wortbildung, also die Entstehung neuer Wörter. Auch hier gibt es wieder viele Prozesse, die konkatenativ ablaufen. Das sind die, auf die wir uns konzentrieren, nämlich Derivation und Kompositionsprozesse. Und einige andere, die nicht konkatenativ sind, die ich nur mal hier aufliste, damit Sie wissen, damit Ihnen bewusst ist, dass es eben noch über das, was wir modellieren, auch noch andere Phänomene gibt. Die wichtigste Form nicht konkatenativer Wortbildung ist die Konversion, bei der ohne jegliche Änderung des Stammes ein Wort in eine andere Wortart übertragen wird. Das ist im Englischen extrem verbreitet. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Wortartenannotierung im Englischen relativ schwierig ist. Zum Beispiel das Adjektiv empty, also leer, kann auch als Verb oder Substantiv verwendet werden. Das heißt eben etwas leeren oder die Leere. Das Verb walk, spazieren gehen, kann auch als Substantiv verwendet werden und bedeutet dann der Spaziergang. Im Deutschen haben wir das für Verbinfinitive, haben wir also keine direkten Fälle solcher Konversionen, wo das gleiche Wort in verschiedene Wortart einkriegen kann, beziehungsweise wir haben was, aber dazu kommen wir später nochmal. Aber ein wichtiger Fall ist, dass wir Verben in Substantive konvertieren können, wobei wir dabei natürlich eine Änderung in der Groß-Kleinschreibung kommt durch eine Konvention. Aber es wird eben nichts angehängt, also konkatenativ passiert hier eigentlich auch nichts. Man kann jetzt je nach theoretischem Vorstellung natürlich sagen, das ist Konkatenation mit Nullmorphem, dann passt in unser allgemeines Modell, aber eigentlich ist es doch nochmal ein anderes Phänomen, dass man ohne offensichtlichen Prozess eine andere Wortart bekommen kann. In einigen wenigen Sprachen gibt es ein lustiges Phänomen, das sich Reduplikation nennt. Da wird eine Wortbedeutungsänderung durch Wortwiederholung ausgedrückt. Also auch hier beim Afrikaans spricht es jemand von Ihnen zufällig. Wir haben Ende der Woche einen Gast aus Südafrika, müssen wir mal fragen, ob das stimmt. Also ich habe irgendwo gefunden, dass dick heißt. Und wenn Sie sagen, man sehr dick, dann wiederholen Sie einfach dick. Oder zu tri heißt dann je drei. Was ich zumindest auf Videoaufzeichnung nachvollziehen konnte, ist, dass in Bambara, das ist eine Bantu-Sprache, auch aus Afrika, da haben wir den Reduplikationsprozess, um irgendwas, um irgendein auszudrücken. Also zum Beispiel Wulu heißt Hund, Wulu heißt irgendein Hund. Und es ist eben so, dass es nicht nur für Hunde gilt, sondern Sie können da jedes beliebige Substantiv nehmen. Wenn Sie X oder X bilden, dann heißt es irgendein X. Dann natürlich die in den semitischen Sprachen, wie dem Arabischen, die Triliteralität aus diesen drei Konsonantenradikalen in die Vokale eingefügt werden, das ist absolut nicht konkatenativ. Und ein paar andere Phänomene, zum Beispiel Kurzwortbildung. Also wenn Sie sagen, Sie gehen zur Uni, dann haben Sie eigentlich produktiv ein Wort gebildet. Uni ist jetzt etabliert, aber Sie könnten das auch produktiv erfinden, indem Sie einfach einen Teil vom Wort abschneiden. Da gibt es dann auch wieder bestimmte Regeln, wo man eigentlich abschneiden kann, um was Plausibles zu kriegen. Also Sie können mal ausprobieren, das mit irgendwelchen Wörtern, die normalerweise nicht abgekürzt werden. Also wird meistens im richtigen Kontext verstanden. Und ein anderes Phänomen, was oft für lustige Beispiele gut ist, sind die Kofferwörter, Blending-Phänomene, bei denen zwei Wörter ineinander verschmolzen werden, also bekannt der Brunch von Breakfast und Lunch. Es gibt da in der Nähe meiner Eltern auch ein Restaurant, das Lunch und Dinner miteinander kombiniert und es dann Lunner nennt. Also man kann sich vorstellen, es klingt irgendwie nicht so, dass es richtig sich verbreiten wird, denke ich. Smog ist ja eine Kombination aus Smoke und Fog, also ein Rauch, der so dicht ist, dass er schon wie Nebel aussieht. Und dann so lustige Sachen wie die Sparschweinerei und der Phrasenmäher. Und wenn Sie Jugendsprache beherrschen, kennen Sie sicher auch noch ein paar andere. So. Die wichtigsten, aber das sind eigentlich im Deutschen, Englischen und in europäischer Sprache sind das so ein paar Sonderfälle, die eben, wie gesagt, für lustige Beispielsongen oft sehr kreativ eingesetzt werden. Aber fast alle Wortbildungen basieren auf Derivations- und Kompositionsprozessen. Und damit werden wir uns in der Computerlinguistik auch immer auf diese Beschränkungen konzentrieren. So. Müssen wir mal ein paar Begriffe abklopfen.
Also, Wortbildung bedeutet ja, dass wir neue Wörter aus Morphemen zusammensetzen. Flexion war, wir nehmen einen Wortstamm und hängen daran so ein Flexionsmorphem an, also eigentlich eine Endung anhängen. Bei Wortbildung kann in wesentlich komplexerer Weise ein komplexes Wort aus mehreren Morphemen, zwei oder mehr Morphemen zusammengesetzt werden. Jetzt kann man erstmal verschiedene Arten von Morphemen unterscheiden. Ähnlich zu den Inhaltswörtern und den Funktionswörtern kann man unterscheiden zwischen lexikalischen Morphemen, also sowas wie red, dürfen reden, was die wirkliche Bedeutung tragen, die Inhalt transportieren, und grammatischen Morphemen, die eher so grammatische Eigenschaften ausdrücken. Dazu können wir die Flexionsmorpheme zählen, aber auch so Derivationsmorpheme, die zum Beispiel Substantive generieren, was zum Substantiv machen. Also wenn ich Schönheit sage, gehe ich ja vom Adjektiv schön aus und durch das Morphem Heit mache ich einfach daraus ein Substantiv, das bezeichnet die Eigenschaft, schön zu sein. Also trägt das Heit eigentlich gar keine Bedeutung bei, sondern verändert nur die Wortart, hat eine grammatische Funktion. Genau wie bei den Inhalts- und Funktionswörtern ist diese Unterscheidung aber recht schwer zu definieren, präzise zu definieren. Deswegen versucht man es auch wieder anhand des Vorkommens, anhand der sogenannten Distribution, eine Unterscheidung zu treffen in freie und gebundene Morpheme. Ein freies Morphem ist ein Morphem, das für sich allein schon als Wort stehen kann, gegebenenfalls noch mit einem Flexionsendung. Also red, von reden wäre ein freies Morphem, denn ich muss nur eine Reflexionsanhängung, dann kann es für sich allein als Verb stehen. Groß ist ein freies Morphem, weil es für sich allein als Adjektiv stehen kann. Ein gebundenes Morphem kann nicht alleine stehen, muss mit einem anderen Morphem kombiniert werden, um dann ein vollständiges Wort zu bilden. Beispiel wäre eben wieder das, zum Beispiel die Heid, das ist das Morphem Heid. Ich kann nicht sagen, die Heid, das hat keine Bedeutung, ich muss es an irgendwas anhängen, damit es tatsächlich ein Substantiv bildet. Freie Morpheme werden als Wurzeln bezeichnet, auf Englisch root, gebundene Morpheme als Affixe. Und das Grundprinzip der Wortbildung ist dann oft, dass eben an eine Wurzel, die Basis für die Wortbildung ist immer eine Wurzel, an die dann Affixe angehängt werden können. So, in allermeisten Fällen sind die lexikalischen Morpheme freie Morpheme und die grammatischen Morpheme gebundene Morpheme, weil sie können nicht allein stehen, weil sie nicht genug Bedeutung tragen. Aber es ist eben keine hundertprozentige Übereinstimmung und deswegen nimmt man meistens diese Unterteilung, die sich relativ klar definieren lässt. Hat aber oft die Intention, dass damit die lexikalischen gemeint sind. Es gibt dann noch so ein paar Sonderfälle. Es gibt lexikalische Morpheme, die eigentlich Bedeutung tragen, auch gebunden sind, wobei man da diskutieren kann, wie weit das jetzt zutrifft. Das kann man auch anders interpretieren. Also viele Leute sagen Bio in Biogemüse, Biosupermarkt, Biomilch und so weiter. Hat eine ganz klare lexikalische Bedeutung, aber es kann eigentlich nicht für sich alleine stehen. Es kann nicht einfach nur Bio sein. Wobei ich glaube, heutzutage ist es schon das Adjektiv, das ist Bio oder so gesehen trifft es eigentlich gar nicht mehr zu. Als die Beispiele gemacht wurden, also in den Büchern, aus denen ich die übernommen habe, da war es wohl noch so, dass es tatsächlich nur in diesem Komposit, in diesen Zusammensetzungen aufgetaucht ist. Man könnte auch argumentieren, wie Sprachverarbeitung, Sprachatlas, Sprachunterricht und so weiter, ist ein gebundenes Morphem, weil Sprach eigentlich nicht eigenständig auftritt. Wir haben das Substantiv, die Sprache, aber da ist ja die Basis oder die Wurzel ist Sprache. Sie könnten aber auch sagen, ja, Sprache ist wahrscheinlich ein Allomorph, das irgendwie halt entsteht und dann ist es wieder ein freies Morphem. Also Sie sehen, es ist nie so hundertprozentig zum Schreiben. Wichtig ist, dass Sie davon gehört haben, dass es Morpheme gibt, die zwar lexikalischen Inhalt tragen, aber trotzdem nur gebunden vorkommen und dass man die als Konfix bezeichnet. So eine Zwischenlinie zwischen der Wurzel und dem Affix. Eine spezielle Klasse von denen sind die unikalen Morpheme, die im Englischen als Cranberry Morphs bekannt sind, eben von Cranberry, weil es sieht eigentlich aus wie eine Zusammensetzung, so wie Strawberry oder so, aber im Gegensatz zu Straw kommt Cran außerhalb Cranberry nie vor. Es gibt viele Beispiele im Deutschen, das Him in Himbeere, der Schorn im Schornstein oder das Nied im Niedlich, das sind gebundene Morpheme, die tauchen und die sogar nur in einer Zusammensetzung auftauchen können und damit auch keine eigentlich unabhängige erkennbare Bedeutung mehr tragen.
Es ist oft so, dass solche unikalen Morpheme aus sozusagen Überbleibsel eines früher existierenden freien Morphems waren. Also Sie kennen sicher das Wort unflätig, ein bisschen altmodischer auch die Unflat. Das geht zurück auf ein mittelhochdeutsche Wort Flat, das für Sauberkeit und Schönheit stand, oder Schönheit stand. Und Unflat ist eben das Fehlen von Sauberkeit und Schönheit und es passt ja auch zur Bedeutung. Aber das Wort Flat, das Morphem Flat, ist ausgestorben und nur als unikales Morphem in diesen Wörtern zurückgeblieben. So. Also die Bausteine der Wortbildung sind die Wurzeln, die freien Morpheme und die Affixe im Wesentlichen. Wenn wir aus diesen Wurzeln und Affixen ein Wort zusammensetzen, bezeichnen wir das als ein komplexes Wort. Da finden Sie auch die Begriffe abgeleitetes Wort, auf Englisch derived word. Mit Wortstamm meinen wir ein einfaches oder komplexes Wortlexem, das die Basis für die Flexion dann ist. So ein Wortstamm, unabhängig davon, ob es eine Wurzel ist oder ein komplexes Wort, kann selbst auch wieder die Basis für weitere Wortbildungsprozesse sein. Wir schauen uns das mal an einem Beispiel an, dem wunderschönen deutschen Wort Unvorhersehbarkeit. Das ist eine Zusammensetzung, sehen wir den wunderschönen Konkatenativ, aus dem Affix un, das habe ich hier, der Wurzel vorher, der Wurzel se. Un ist ein Affix und genau gesagt ein Präfix, wie bei Prä- und Postposition können wir auch hier zwischen Präfix und in dem Fall nicht Postfix, sondern Suffix unterscheiden, dem Suffix bar und dem Suffix kite. So. Jetzt heißt das Wort Unvorhersehbarkeit ist nicht nur einfach eine völlig opake Aneinanderreihung, sondern wenn Sie sich überlegen, was es bedeutet, ist doch relativ klar, dass es eigentlich aus kleineren Bausteinen, die selbst wieder komplexe Wörter sind, besteht. Also wir können erstmal aus Vorhersehen, das ist ein das ist tatsächlich ein Verb. Vorhersehbar ist auch wieder ein komplexes Wort. Auch das in Wörterbüchern normalerweise zu finden ist, das auch relativ gut etabliert ist. Aus vorhersehbar kann ich unvorhersehbar machen, indem ich das Präfix un davor setze. Und Sie sehen, in dem Fall ist die Basis für die Wortbildung ein komplexes Wort. Also die Basis müssen nicht immer eine Wurzel sein, sondern auch ein schon gebildetes, komplexes Wort kann wieder die Basis für einen weiteren Wortbildungsschritt sein. Und wenn wir es so sehen und nicht sagen, okay, ein komplexes Wort ist einfach nur Wurzeln mit ein oder mehrere Wurzeln mit ganz vielen Affixen dran, sondern so als schrittweisen Prozess, dann bekommen wir auch eine hierarchische Struktur. Deswegen habe ich das hier als Baumstruktur dargestellt. Das sagt eben, genau, das steht hier nochmal, dass die komplexe Wort wieder die Basis für weitere Wortbildung sein kann. Interessant ist es deswegen, weil die hierarchische Struktur natürlich für die Bedeutung des komplexen Wortes eine wichtige Rolle spielen kann. Also hier habe ich das Wort vorhersehbar, das heißt, es ist etwas, was man vorhersehen kann. Wenn ich eine andere Struktur bilden würde, erst sehbar bilden und dann mit vorher kombinieren, hätte es eine ganz andere Bedeutung, nämlich etwas, was vorher schon gesehen werden konnte, vorher sehbar. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und entsprechend kann es weitergehen, in manchen Fällen unvorhersehbar. Das wäre dann von einem Verb unvorhersehen abgeleitet, das ich noch nie gehört habe und das für mich auch überhaupt keinen Sinn macht. Also irgendwie scheint dieses un nur mit dem Adjektiv vorhersehbar kombiniert werden zu können, aber nicht mit dem Verb vorhersehen. So mal ein paar Sachen zu Derivation und Komposition zusammengestellt. Wie schon genau, also die Unterscheidung zwischen Derivation und Komposition lässt sich relativ leicht machen. Eine Derivation besteht darin, dass eine Wurzel oder ein komplexes Wort mit einem Affix kombiniert wird oder mit mehreren Affixen kombiniert wird. In sehr vielen Fällen entsteht dadurch eine andere Wortart, aber nicht notwendigerweise. Und in fast allen Fällen verändert sich die Bedeutung des Wortes dadurch in einer vorhersagbaren systematischen Weise, die eben von dem jeweiligen Affix abhängt. Komposition hingegen bedeutet die Kombination von mehreren Wurzeln, also mehreren freien Morphemen. Das hat natürlich eine ganz andere Struktur. Bei Derivation habe ich eigentlich einen Kern, die Wurzel, und dann kommen Affixe dazu, die modifizieren. Bei der Komposition habe ich nicht einen Kern, sondern mehrere Kerne. Aber
Eine der Wurzeln ist dann meistens noch ausgezeichnet als sogenannter Kopf des Kompositums. Der Kopf bestimmt dann auch die syntaktischen Eigenschaften des komplexen Wortes. Die Bedeutung von so einem Kompositum ist aber eben nicht eine Modifikation von einer Wurzel, sondern irgendeine Kombination der Bedeutungen der Wurzeln, die das in das Kompositum eingehen. So. Kurz noch zu den Typen von Affixen. Neben Präfix und Suffix gibt es selten auch sogenannte Zirkumfixe, also Sachen, die vorne und hinten angehängt werden. Zum Beispiel von Reden können Sie das nervige Gerede ableiten. Dazu muss man vorne G und hinten Suffix E anhängen. In der Flexion haben wir es auch mit der Partizipbildung, also gespielt, wird sowohl vorne als auch hinten was angehängt. Und in manchen Sprachen gibt es sogar Infixe, die also in den Wortstamm irgendwie eingefügt werden. Das ist dann Zirkumfixe sind konkatenativ, weil ich einfach was davor und dahinter hänge. Infixe zerbrechen das natürlich wieder, sind deswegen auch wieder unschön für die Computerlinguistik. Ich beeile mich, dass wir noch so die wichtigsten Sachen sehen. Hier ist eine Liste von einigen Derivationsaffixen, um mal die verschiedenen Fälle so und ein paar wichtige Affixe kennenzulernen. Ich glaube, da können wir jetzt schnell durchgehen. Sie können sich zu Hause auch nochmal anschauen, dass Sie so bewusst sind. Die meisten sollten vertraut sein. Ich habe die hier gruppiert nach der Art von Wortartenänderungen, die die bilden. Also es gibt substantivbildende Abwege, zum Beispiel das Affixe, die aus dem Verb ein Substantiv machen. Im Englischen ing, walk to walking, mend, pain to mend, payment, er, paint to painter. Also die drücken relativ allgemeine Substantive aus, die eben diese Verbbedeutung kennzeichnen. Die er, das er-Affix, das drückt aus, also den jemand, die Person, die dann entsprechende Tätigkeit durchführt. Haben wir im Deutschen auch, der Maler. Das allgemeine Affix, was dem ment, entspricht eigentlich das deutsche Suffix. Dann können aus Verben Adjektive gebildet werden. Das ist gerade eben das able oder able, das ist allomorph. Im Englischen, readable heißt eben was lesbar ist. Im Deutschen haben wir dafür war. Es gibt auch some, das ähnlich verwendet werden kann. Also biegsam und lesbar scheint ja eine sehr ähnliche Bedeutungsveränderung durchzuführen. Dann gibt es noch sowas wie ich, zittrig, das heißt irgendwie eben was die Eigenschaft hat. Also generell, solche Konversionsmorpheme drücken aus irgendwas, was die vom Stamm bezeichnete Eigenschaft hat. Adjektive können mit ness, iti, im Deutschen heit, kalt und tät zu Substantiven gemacht werden. Das sind keine vollständigen Auflistungen, hier sind nur ein paar gängige zusammengestellt. Und hier sehen Sie, dass eben auch in der Derivation nicht immer eine Änderung der Wortart eintreten muss. Also es gibt auch Affixe, die aus dem Substantiv wieder ein Substantiv machen, aber die Bedeutung verändern. Also zum Beispiel Boyhood ist eben der Zustand, ein Jungen zu sein, ein Kind zu sein. Childhood wäre ein anderes Beispiel. Im Deutschen kann man das mit Schaft machen. Im Deutschen haben wir auch die Verkleinerungsformen Chen und Lein, die aus dem Substantiv wieder ein Substantiv machen, nur die Bedeutung verändern. Ja, können Sie sich mal überlegen, wie gut Sie eigentlich dann die Bedeutung vorhersagen können. In den meisten Fällen kann man doch relativ präzise sagen, welche Semantik das Affix ausdrückt oder ob es eben nur so eine allgemeine hat irgendwas mit dem Stamm zu tun, Semantik ist. Wir können auch aus Adjektiven Adverben bilden. Im Englischen passiert es mit dem Affix ly, also von quiet, quietly, full, fully und so weiter. Im Französischen haben wir das Affix «ment» zu «lent», langsam, bilden Sie das Adverb «lentement». Wie ist es eigentlich im Deutschen? Haben wir da auch ein Affix, um aus Adjektiven Adverbien zu machen? Wie funktioniert es da? Jetzt jemand ein? Also zum Beispiel, wir haben ein schnelles Auto und das Auto ist schnell. Und wenn Sie sagen, ich bin schnell gelaufen und habe das schnell programmiert, das ist ein Adverb, dann
Das ist die gleiche Form wie das Adjektiv. Das heißt, das ist, was wir im Deutschen Konversion haben. Konversion von Adjektiven, der prädikativen Form des Adjektivs, wie das Auto ist schnell, die kann auch als Adverb gebraucht werden. Also das funktioniert im Deutschen nicht mit Affigieren, sondern mit Konversion. Und schließlich gibt es noch einige Fälle von Präfigierung, von Präfixen, die natürlich im Regelfall die Wortart nicht ändern. Sie sehen also, die grammatischen Eigenschaften von Wörtern, die haben im Deutschen und Englischen sehr viel mit den Endungen zu tun. Nicht nur mit Flexionsendungen, sondern auch die Endung, ob ein Wort eben jetzt, dass ein Wort auf ly endet, ist ein Merkmal, dass es sich um Adverb handelt und kann nicht durch einen Präfix ausgedrückt werden. Da handelt es sich meist um Sachen, die die Bedeutung verändern, hier ins Gegenteil verkehren, aber die Wortart nicht ändern, wie Sie hier sehen, auch oft hier undo, aber undead mit Verben oder Adjektiven kombiniert werden können. Auch Wiederholungen können mit re oder in Deutsch wieder ausgedrückt werden. Extreme oder Übermaß kann mit over oder über ausgedrückt werden und so weiter. Ein Unterschied zwischen Derivation und Komposition ist noch, dass in Derivationsprozessen meistens relativ starke Einschränkungen gibt. Also Sie können Affix, zum Beispiel ein Affix, das aus einem Verb ein Substantiv macht oder ein Adjektiv, können Sie nicht an jedes beliebige Verb anhängen. Meistens gibt es viele Einschränkungen neben der Wortart. Also die Wortart ist natürlich die wichtigste Einschränkung. Die meisten Affixe können nur an bestimmte Wortarten angehängt werden. Es gibt aber meistens viele andere Einschränkungen. Zum Beispiel aber oder auch im Deutschen bar, zum Beispiel sichtbar, lesbar, das können Sie mit transitiven Verben machen, aber nicht mit dem intransitiven. Sie können nicht schlafbar sagen, Sie können nicht, wir nehmen noch was anderes ein als intransitives Verb, liegbar oder so weiter, also es funktioniert nur mit transitiven Verben. Dieses Gerede, das können Sie nur mit Verben eine Basis anhängen, die einen Prozess ausdrückt, nicht an Zustandsverben. Also Sie können nicht sich über ein Geschlafe aufregen, weil Schlafen ist ein Zustand und Sie können es als sozusagen als kreative, lustige Wortbildung machen, aber es funktioniert nicht normal. Und dann gibt es diese etymologischen Einschränkungen, ob eben bestimmte das in an klassische Stämme angehängt, vorklassische Stämme gesetzt werden kann, an von Native, entsprechend abel im Deutschen, akzeptabel, aber annehmbar, also von Native verwenden wir also für die Adjektivbildung bar, für klassische, für die Adjektivbildung abel und schließlich dann noch solche Allomorphie, dass nach in bestimmten Kombinationen von Affixen, dass also nach dem Affix nicht ich, sam und bar, die Substantivbildung mit dem Allomorph keit und nicht mit dem Allomorph heit erfolgt. So, jetzt noch ein paar Worte zur Komposition. Ist im Prinzip ganz einfach. Komposition, ein Kompositum, ist eine Aneinanderhängung von mehreren Wurzeln, eben ohne jegliche Affixe. Der häufigste Fall in allen europäischen Sprachen sind Nominalkomposita, bei denen Substantive gebildet werden. Wir können im Deutschen auch zum Beispiel Eislaufen wäre ein Verbkompositum, wir können auch Adjektivkomposita bilden, aber die größte Klasse sind Nominalkomposita. Die haben so ein bisschen interessanten Status, weil sie eben je nach Sprache als morphologisches oder syntaktisches Phänomen bewertet werden. Im Englischen werden die nämlich als separate Wörter geschrieben, analytisch gebildet, Family Health Services Authority. Im Deutschen, worüber sich die ganzen Ausländer immer aufregen, also vor allem die Engländer, als morphologischer Prozess und damit als furchtbar lange, völlig unverständliche Wörter geschrieben. Es gibt jetzt gewisse Prinzipien. Also hier habe ich aus Fußball-Weltmeisterschaftsvorbereitungslehrgang, da sind ziemlich viele Wurzeln drin, da sind sogar auch noch ein paar Affixe zwischendrin. Es ist so, dass eine der Wurzeln oder eine der Basen des Kompositums ausgezeichnet ist als Kopf des Kompositums, und insbesondere die morphosyntaktischen Eigenschaften bestimmt. Und im Deutschen ist es so, dass der Kopf eigentlich immer rechts steht, also das letzte Element des Kompositums ist.
Das heißt, wenn wir den Rüstungsaltersverdacht-Standort, wenn Sie die Hälfte nicht verstanden haben, solange Sie mitkriegen, dass das letzte Glied Ort ist, dann wissen Sie, dass es sich um irgendeine Art von Ort handelt und dass es sich grammatisch genauso verhält wie der Ort, dass es also maskulin ist, was es für eine Flexionsendung nimmt und so weiter. Das ist natürlich auch für die computerlinguistische Behandlung. Also eigentlich das Wichtigste im Kompositumsanalyse wäre, zu identifizieren, was der Kopf ist, dann wissen wir schon die wichtigsten Eigenschaften davon. So, Sie kennen sicher das Beispiel Donaudampfschifffahrtskapitäns, Kajüten, bla bla bla. Also das als Beispiel dafür, dass wir eben beliebig lange Komposita bilden kann. Ich muss jetzt sagen, ich bin noch nie einem Donaudampfschifffahrtskapitän begegnet. Also man könnte auch sagen, das sind doch nur künstliche Beispiele, aber es gibt ziemlich lange Komposita, die tatsächlich im Alltag vorkommen, zum Beispiel das Spezial-Nasenspülsalz-Nachfüllbeutel in Vorratspackungen. Die sieht so aus. Zwei Aspekte von den Komposita noch. Wir finden bei Komposita, finden wir oft, dass es nicht nur wirklich eine Aneinanderreihung von zwei Wurzeln ist, sondern es gibt noch gewisse Veränderungen. Meistens bleiben die Köpfe, also hier Kinderwagen, Kindskopf, Kindbett, Kindeswohl, der Kopf rechts bleibt immer unverändert, aber das Nichtkopfelement kommt hier in verschiedenen Formen vor. Man kann es also als eine Allomorphie sehen. Also kann als die eigentliche Wurzel Kind, aber auch als Kindes, Kinds oder Kinder im Kompositum kombiniert werden. Anderes Beispiel, Leibspeise, Leibesfülle, Leiberknäuel, also von der Wurzel Leib abgeleitet. Sehr oft ist es so, dass es sich dabei, dass man das als eine Flexionsform deuten könnte, also des Leibes, die Leiber, also die Genitiv- oder Pluralformen, das hängt auch damit zusammen, welche Bedeutung dann das gesamte Kompositum hat. Man kann es aber auch anders interpretieren, das wird in der Morphologie oft gemacht, dass man sagt, nee, da steht eigentlich schon die originale Wurzel drin, aber aus irgendwelchen Gründen muss dann noch ein sogenanntes Fugenelement eingefügt werden. Also hier kann man sich vorstellen, Zeitungartikel ist ein bisschen holprig, deswegen wird ein S als Fugenelement eingefügt. Hier auch statt Freundkreis, Freundeskreis, statt Mausfalle, Mausefalle. Man könnte sich vieles schon so als aus irgendwie phonologischen Gründen motivierte Fugenelemente, also als eine Art von Epenthese deuten. Die Abgrenzung ist aber schwierig und im Prinzip können Sie alles sowohl als Allomorphie oder als Fugenelement interpretieren. Und dann gibt es wieder die Sachen, die aus diesem üblichen Muster rausfallen. Es gibt sogar phrasale Komposita, bei denen eigentlich eine ganze Phrase mit Bindestrichen in ein Wort zusammengefasst wird, wie die reimlich oder ich fress dich Komposition. Aber mit denen beschäftigen wir uns in der Computerlinguistik auch nicht. So, jetzt haben wir nur noch die Semantik von den Komposita kurz. Ich hatte ja gesagt, bei Derivationsmorphologie, bei den abgeleiteten Wörtern, da kann man die Bedeutung meistens relativ gut vorhersagen. Die ist ziemlich regelmäßig. Beim Komposita ist es schwieriger. Im Regelfall setzt sich die Bedeutung des Kompositums aus den Bedeutungen der Wurzeln zusammen, also aus dem Kopf und dem Nichtkopf, oder wenn es zweielementig ist. Aber wie genau die sich zusammensetzt, das ist nicht klar. Das ist, man nennt sowas unterspezifiziert. Es gibt nämlich dafür auch keine Regeln. Also letztlich muss der Hörer dann sich selbst zusammenräumen, was eigentlich die Beziehung zwischen Kopf und Nichtkopf ist. Hier ist ein bekanntes Beispiel. Die Beziehung zwischen den beiden Elementen ist hoffentlich bei Schweineschnitzel anders als bei Kinderschnitzel und auch anders als bei Zigeunerschnitzel. Also hier ist sozusagen das Material, aus dem das Schnitzel gemacht wird. Hier ist es die Zielgruppe, die das Schnitzel essen soll. Und hier bezeichnet es eine bestimmte Zubereitungsart, die eben konventionell, also heutzutage darf man es nicht mehr sagen, glaube ich. Und die haben eine kreative Umformulierung gefunden. Die meisten Komposita, was Sie aber hier sehen, auch die Gemeinsamkeit ist, dass sich bei all dem doch, wie für jeden klar ist, um irgendwelche Arten von Schnitzeln handelt. Das ist die größte Gruppe der Komposita, funktionieren so, dass sozusagen die Bedeutung des Kopfes näher spezifiziert wird, subkategorisiert wird. Sowas nennt man endozentrische Komposita oder Determinativkomposita. Und das ist der einfache Fall. Also im Prinzip muss man nur festlegen, was für eine Art von Tier im Haus ist. In dem Fall ist eben lebt im Haus
oder was für eine Art von Grün Giftgrün ist, eben ein Grün, das giftig aussieht. Man weiß aber nie, dass es ein grüner Farbton ist. Und was genau für eine Eigenschaft der Nichtkopf ausdrückt, das ist sozusagen dann die Schwierigkeit. Das ist auch eine interessante Forschungsfrage in der Computerlinguistik. Es gibt aber auch wieder andere Komposita, die werden dann im Gegensatz zu den endozentrischen als exozentrische bezeichnet. Zwei wichtige Kategorien kommen aus der indischen Grammatik. Das sind die Possessivkomposita, sowas wie ein Rotschopf. Damit ist nicht der rote Schopf gemeint, sondern eine Person, die einen roten Schopf hat, die rote Haare hat. Oder im Englischen Pickpocket ist eben nicht eine Art von Tasche, sondern jemand, der Sachen aus Taschen klaut, also ein Taschendieb. Der Begriff, englische Begriff Bahubrihi ist, ich kann auch kein Sanskrit, deswegen kann ich nur hier zitieren. Das Wort bedeutet reich, wörtlich aber viel Reis, beziehungsweise viel Reis besitzend. Und ist eben ein Beispiel, viel Reis, jemand, der viel Reis hat, für jemand, der reich ist, ist also eben ein Beispiel für so ein Possessivkompositum. Und das andere ist noch die Kopulativkomposita, wird Dwandwa für 2 und 2 genannt. Da werden einfach zwei Wurzeln gleichbedeutend nebeneinander gestellt. Also eine Kindfrau ist nicht eine Art von Frau, sondern jemand, der zugleich Kind und Frau ist. Ein Gottkönig ist jemand, der zugleich Gott und König ist und so weiter. Ein Stir-Fry ist eine Zubereitungsart, bei der sowohl gebraten als auch gerührt wird. Und ich glaube, das Part-of-Speech-Tagging, damit werden wir uns später nochmal beschäftigen. Darum geht es im Wesentlichen darum, dass wir in der Computerlinguistik eben als Minimalanforderung die Wortarten kennen müssen. Eine volle morphologische Analyse ist oft sehr aufwendig, ist auch schwer. Man braucht viele Ressourcen, viel lexikalisches Wissen und es hat oft einen viel höheren Ambiguitätsgrad. Deswegen nehmen wir meistens als ersten Schritt zu einer Zuordnung von Wortarten. Es werden, wie Sie hier sehen, aber nicht nur Wortarten wie Adjektiv, Verb, Substantiv unterschieden, sondern durch die zusätzlichen Buchstaben hier auch noch zusätzliche Unterscheidungen eingebracht, so ein paar morphosyntaktische, zentrale morphosyntaktische Merkmale, zum Beispiel hier zwischen einem Singular-Substantiv und einem Plural-Substantiv unterschieden. Also Part-of-Speech-Tagging, die Wortartenetikettierung, das ist eigentlich die sozusagen eine pragmatische Lösung der computermorphologischen Analyse, die keine vollständige Analyse benötigt. Sie haben hier noch zwei Beispiele für Inventare von solchen Wortarten, von solchen Tags, sogenannte Tagsets, die Sie vielleicht in den Übungen dann nochmal anschauen können oder zu denen wir dann auch später im Rahmen der Grammatik zurückkommen. Und damit kann ich Ihnen endlich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Bis nächste Woche. Thank you.